Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Augsburger Wohnprojekttag. Die Sonne macht uns heute keine Konkurrenz. Ich hoffe, Sie haben es recht gemütlich zu Hause. Eigentlich das perfekte Wetter, um sich eben zu Hause vielleicht mal ein paar Gedanken über das Thema Wohnen zu machen. Mein Name ist Stella Plasibat, ich arbeite bei der Stadt Augsburg und an meiner Seite begrüße ich heute Nathalie Schaller. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Stadtbau München, einem Unternehmen, das Konzepte für Wohnprojekte und Siedlungsprojekte anbietet. Schönen guten Tag, Frau Schaller. Guten Tag. Und sie ist auch jemand, der selbst in einer Baugemeinschaft lebt und uns heute sicher noch erklärt, ob sich all das als Wohnlösung für die Zukunft bewähren kann und warum. Außerdem haben wir den Baureferenten der Stadt Augsburg in der Runde, Gerd Merkle. Guten Tag, Herr Merkle. Herzlich willkommen. Und wir alle kennen die früheren US-Kasernen Sheridan, Flagg und Rees. Und das ist die Frau, die sich heute um sie kümmert, nämlich Nicole Christ, die Projektleiterin für Konversionsflächen bei der Stadt Augsburg. Zusammen führen wir Sie durch die heutige Veranstaltung. Übrigens ist das nicht nur der erste Augsburger Wohnprojekttag, also der erste von hoffentlich noch vielen, sondern wegen Corona auch die allererste Online-Infoveranstaltung der Stadt Augsburg in der Dimension. Ja, wir wollten eigentlich live mit Ihnen hier vor Ort reden und wollten Ihnen den heutigen Tag präsentieren. Es geht leider nicht. Wir haben hier sehr strenge Auflagen. Sie sehen es an den Sicherheitsabständen. Und wir begehen heute selber als Stadt Augsburg Neuland. In dieser Form haben es wir auch bisher nicht gemacht. Dass das möglich ist, verdanken wir dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und der Regierung von Schwaben, weil nur dank der Städtebauförderung wir auch die finanziellen Mittel haben. Aber wir geben unser Bestes und vielleicht sind Sie etwas nachsichtig, dass wir alle miteinander keine Profis vor der Fernsehkamera sind. Solange sich alle noch zuschauen, Herr Merkle, vielleicht können Sie ein paar Worte zur Location hier sagen. Welche Geschichte haben das Sheridan-Areal und dieses Gebäude, dieses Offizierscasino hier zu erzählen? Die Sheridan-Kaserne hat ihren Ursprung als eigentlich drei nationalsozialistische Kasernenareale, die zwischen 1934 und 1936 entstanden sind. Nach den Kriegsereignissen haben die amerikanischen Besatzermächte dann hier dieses Kasernenareal übernommen und dann kam dieser neue Name eben Sheridan-Kaserne. Die Amerikaner waren dann bis 1998 hier vor Ort, bis sie dann als Freunde verabschiedet wurden und zurückgingen in die Vereinigten Staaten. Und wir haben uns sehr frühzeitig darum beworben, dass wir diese Kasernenareale von über 220 Hektar innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Augsburg hier mit Planungen zu versehen. Wir haben Grünvernetzungen geplant mit einem Westpark, der insgesamt 60 Hektar hier vorsieht. Und heute sind wir hier im ehemaligen Offizierscasino in der Sheridan-Kaserne in einem wunderschönen Raum und können Ihnen die heutige Veranstaltung hier herin präsentieren. Und wenn wir schon beim Thema Offizierscasino sind, kommen wir zu Frau Christ. Wo führt der Weg für dieses Casino in Zukunft denn hin? Ja, das Offizierscasino ist ja für viele Augsburger so ein Attraktionspunkt und wir kriegen sehr oft die Frage gestellt, warum entwickelt ihr das nicht endlich? Da muss unbedingt eine Gastronomie rein und wir sehen es natürlich als Rohdiamanten hier am Ende des Parks, auf der anderen Seite natürlich auch als Eingang des Parkes, aber es ist ein Einzelbaudenkmal und es erfordert einen sehr sensiblen Umgang und wir haben jetzt die letzten zwei Jahre daran gearbeitet, uns Strategien zu überlegen und Untersuchungen angestellt, wie wir mit diesem sensiblen Gebäude umgehen, was technisch hier überhaupt möglich ist und haben letztendlich ein Konzept gestrickt, was beinhaltet den Wunsch der Augsburger aufzunehmen, hier Gastronomie unterzubringen, einen Treffpunkt im Park zu sein, begleitet durch Meeting- und Veranstaltungsräume und einen kleineren Hotelbau. Allerdings, wir wären jetzt ganz gerne im Oktober mit diesem Gebäude auf die Expo Real und hätten es der Öffentlichkeit präsentiert und dann auch eine Ausschreibung für das Gebäude gemacht. Allerdings ist uns da auch Corona dazwischen gekommen und wir müssen an diesem Konzept nochmal stricken, weil genau dieser Tagungsbereich momentan Corona-bedingt einfach Veränderungen erfährt und wir darüber nochmal nachdenken müssen, wie wir damit umgehen. Aber wir hoffen, im nächsten Jahr dann starten zu können mit dem Casino. Dankeschön, Nicole Christ. Jetzt legen wir los, würde ich sagen. Jeder tut es, jeder muss es tun. Wir kommen nicht umhin.
Wohnen ist das Thema, das uns alle umtreibt, mehr denn je vielleicht. Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Augsburg hat ja zuletzt sogar die 300.000 Bewohnermarke geknackt, Tendenz steigend. Und mit der Zahl der Bewohner steigen auch die Preise auf dem Wohnmarkt. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, unsere Gesellschaft verändert sich. Corona hat gerade Menschen getroffen, die alleine leben. Also findet ein Umdenken in der Gesellschaft plötzlich statt. Ein Lösungsansatz für beide Herausforderungen ist unser heutiges Thema beim ersten Augsburger Wohnprojekttag, nämlich gemeinschaftlich bauen. Und dazu ein paar einleitende Worte von unserer Oberbürgermeisterin Eva Weber. Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger und vor allem herzlich willkommen an all diejenigen, die sich darüber informieren wollen, wie denn moderne und innovative Bauprojekte überhaupt aussehen können und wie man bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Bezahlbarer Wohnraum, das ist auch das richtige Stichwort. Das ist ein Thema, das nicht nur uns in Augsburg, sondern überall in der gesamten Republik momentan die Köpfe rauchen lässt. Es ist ein schwieriges Thema bei den steigenden Bodenpreisen und dementsprechend auch bei den steigenden Investitionskosten. Unsere Wohnungsbaugesellschaft ist ein wichtiger Partner, um eben diesen steigenden Preisen entgegenzuwirken. Aber auch Sie können mit eigenen Projekten dafür sorgen, dass Sie bezahlbar in den eigenen vier Wänden wohnen können. Dieser Wohnprojektetag, den wir heute online durchführen, Corona macht es leider anders nicht möglich, soll Sie eben darüber informieren, wie Sie mit Bauherrengemeinschaften und anderen innovativen Möglichkeiten eben zu diesen eigenen vier Wänden kommen können. Was eine Konzeptvergabe ist, welche Grundstücke die Stadt Augsburg zur Verfügung stellt. Sie können sich untereinander austauschen, können weitere Partnerinnen und Partner suchen, lernen die Ansprechpartner aus der städtischen Verwaltung kennen, um eben bestens gerüstet zu sein für Ihre Überlegungen, gegebenenfalls in ein solches Projekt einzusteigen. Ich wünsche Ihnen eine informative Veranstaltung und scheuen Sie sich nicht, auf die Verwaltung zuzukommen, wenn Sie weitere Fragen haben. Vielen Dank an Oberbürgermeisterin Eva Weber. Alle Fragen, die sich im Laufe der Veranstaltung ergeben, wo Sie die hinstellen können, beziehungsweise an wen Sie sich wenden können, das zeigen wir Ihnen am Ende der Veranstaltung, blenden wir noch mal eine Internetadresse dazu ein. Wenn man die Diskussion über die Fragen, wie wollen wir wohnen und wie können wir überhaupt in Zukunft wohnen, verfolgt, fallen immer wieder Begriffe wie Wohnprojekte, gemeinschaftliches Bauen und die eben von Frau Weber schon angesprochene Konzeptvergabe. Frau Schaller, vielleicht klären wir gleich mal zu Beginn die Begrifflichkeiten. Was sind denn Wohnprojekte und Baugemeinschaften und wie unterscheiden die sich voneinander? Die Begriffe, die werden tatsächlich bundesweit sehr unterschiedlich verwendet und letztendlich kann man sagen, dass Wohnprojekte und Baugemeinschaften fast synonym angewandt werden. Baugemeinschaften sind nicht nur Projektinitiativen, die für sich selbst genutztes Wohneigentum bauen, sondern das können auch Initiativen sein, die Gemeinschaftseigentum errichten. Da gibt es ganz unterschiedliche Rechtsformen, in denen das möglich ist, wie zum Beispiel als Genossenschaft oder als Projekt im Mietshäusersyndikat. Dazu erfahren wir dann aber später auch noch mehr in unserer Expertenrunde, wo Fragen an Experten zu Rechtsformen und Finanzierung und Moderation gestellt werden können. Und gerade das Konzeptvergabeverfahren, ein Wort, über das ich heute vielleicht sogar noch mal stolpern werde, hört sich sehr kompliziert an. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Also das Konzeptverfahren besagt ja in erster Linie nur, dass die Grundstücke nicht zum Höchstpreis vergeben werden, was in der Vergangenheit eigentlich üblich war, sondern dass die Projekte gemäß des besten Konzeptes vergeben werden. Das heißt in Kürze, die Stadt Augsburg hat sich ja auch schon Zielsetzungen und daraus auch Auswahlkriterien überlegt und entwickelt. Und die dienen dann für die Projektinitiativen als Orientierung, ihr Konzept zu entwickeln. Und am Ende wählt ein Gremium dann aus diesen verschiedenen Konzepten das für den jeweiligen Ort beste oder auch das im Zusammenspiel im Quartier beste Konzept aus. In Augsburg hat es so ein Konzeptvergabeverfahren noch nie gegeben. Jetzt erstmals auf dem Sheridan-Areal, in dem wir uns eben deswegen auch heute befinden. Herr Merkle, vielleicht ein paar Worte. Wieso ist dieses Konzeptvergabeverfahren jetzt für die Stadt interessant geworden? Was hat die Stadt dazu bewegt, diesen Weg mal zu gehen? Ja. Wir haben vor allem
im Vorfeld natürlich sehr, sehr viele Vergleichsobjekte in anderen Städten angesehen. Und das, was wir dort sehen durften, war aus meiner Sicht insbesondere für die Stadtentwicklung etwas, wo wir gerne in Augsburg auch beschreiten würden, diesen Weg. Und wir haben hier beispielhaft, wobei man den ganzen Nachmittag darüber diskutieren könnte, welche interessante Projekte woanders schon umgesetzt sind und die wir hier in Augsburg auch wählen wollen. Das geht von innovativen Mobilitätskonzepten, das geht aber auch um Gemeinschaftsräume, die nicht nur der Hausgemeinschaft, sondern vielleicht dem ganzen Quartier zugutekommt, bis hin zur gelebten Nachbarschaft. Und gerade in unserer teilweise ja sehr anonymen Gesellschaft ist das ein Weg, den wir gerne aktiv miteinander bestreiten würden. Und deswegen wollen wir solche Nachbarschaftsbauten hier fördern. Frau Christ ist da in der ersten Reihe mit dabei. Ja, was uns einfach fasziniert hat, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was wir jetzt gleich sehen werden, der Domagpark in München, das so zu Hause gestalten, ganz klein anfängt in der eigenen Wohnung, aber über das eigene Projekt, das eigene Wohngebäude mit anderen zusammen hinauszudenken. Was ist die Gemeinschaft? Was macht Gemeinschaft aus? Was ist ein Mehrwert für die Menschen, die in diesem Gebäude wohnen? Aber weiterzudenken, was ist auch der Mehrwert für das Quartier, also für die Wohnbauten nebendran? Wie kann man sich vernetzen? Wie kann man ein kleines Dorf von Anfang an bilden? Und was für einen Mehrwert hat es am Ende des Tages auch für die gesamte Stadtgesellschaft unter Umständen? Und ich glaube, die Menschen sehnt es danach, aus der Anonymität rauszukommen und sich von Anfang an zu Hause zu fühlen. Und damit starten wir in unseren ersten Block Information. In München, gerade angesprochen, der Domagpark. Auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne ist ein ganzes Quartier mit dem Konzeptvergabeverfahren entstanden. Mit vielen verschiedenen Wohnformen. Und das stellt Ihnen jetzt Thomas Krämer von der Vogeno EG München vor, der das Quartier mit seiner Baugemeinschaft mitgestaltet hat und jetzt selbst dort lebt. Am südlichen Zugang des Münchner Wohnquartiers Domagpark setzte die Vogeno mit der eigenwilligen Kombination eines achtgeschossigen Kopfbaus und fünfgeschossigen Seitenflügels einen besonderen städtebaulichen Akzent. Darüber hinaus schaffte sie Angebote für die Anwohner aus der Nachbarschaft, wie das Domag Casino Quartiersladen und das Sozialprojekt Mobilitätsstation mit Fahrradwerkstatt. Gemeinschaftsräume wie Spiel-, Hausaufgaben- und Musikzimmer sowie die großzügige Dachterrasse unterstützen den Gedanken gemeinschaftsorientierten Wohnens. Die 74 Wohnungen ermöglichen vielfältige Formen des genossenschaftlichen Zusammenlebens von Familien und Singles. Architektonisches Highlight ist der gemeinschaftlich genutzte, geschossübergreifende Laubengang, der sich wie eine Flaniermeile durchs ganze Gebäude zieht und alle Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche miteinander verbindet. Es zahlte sich aus, dass die Bewohner ihre Ideen von Anfang an in den Gestaltungsprozess der neuen Wohnanlage mit einbringen konnten, der weit über die Planung des eigenen Gebäudes hinausging. Nach dem Leitbild, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, bewährt sich die Vogeno als verbindender Akteur im Quartier. Ja, mein Name ist Thomas Krämer, wie eben schon gesagt wurde, von der Vogeno. Ich stehe hier in einer Doppelfunktion, weil ich nicht nur verantwortlich bin als Vorstand der Vogeno München, sondern ich wohne auch in dem wunderschönen Haus, was Sie gerade im Film gesehen haben. Das ist einmal ein wunderschönes Haus, weil es nicht nur gut anzuschauen ist, sondern vor allem, weil man sich wohlfühlt. Und gerade eben wurde es ja gesagt, eine der wichtigen Dinge ist, sich wohlzufühlen, Heimat zu schaffen, seine Umgebung mitzugestalten. Und das, meine ich, ist bei diesem Projekt sehr gut gelungen und freue mich sehr, dass ich Ihnen das hier heute hier vorstellen darf. Den Film, den Sie gerade gesehen haben, ist ein Ergebnis des Deutschen Bauherrenpreises oder ein Beitrag zum Deutschen Bauherrenpreis 2018. Dort ging es darum, Gebäude auszuzeichnen, die eine hohe Qualität und zu tragbaren Kosten auch darstellen können. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Wir haben hohe Qualität, wir haben tragbare Kosten
Und wir haben vor allem eine funktionierende Nachbarschaft in diesem Projekt verwirklicht. Und die lebt heute. Das Gebäude, um das es geht, das sehen Sie hier auf den Folien, ist an einer Stelle ein achtgeschossiges Gebäude und dahinter schließt sich ein fünfgeschossiger Riegel an. Dieses Gebäude steht im Domagpark, ähnlich wie hier in Augsburg, handelt es sich um ein Konversionsgelände, um eine Konversionsfläche. Dort leben zurzeit ca. 4000 Menschen und dieses Projekt ist eins der Wogenow auf diesem Gebiet. Die Mieten, das ist ja auch immer sehr wichtig, weil es geht um bezahlbaren Wohnraum. Wir befinden uns nicht im Hochpreissegment, sondern im bezahlbaren Wohnraum, bewegen sich, je nachdem, ob es sich um eine öffentlich geförderte Wohnung handelt oder eben nicht, zwischen 9,25 Euro und 13 Euro auf diesem Gelände. Das Wichtige ist, es ist ein Genossenschaftshaus. Das unterscheidet sich nochmal. Die Frau Schaller hat es vorhin schon gesagt, wird auch heute nochmal öfters Thema sein. Es handelt sich also nicht um Eigentumswohnungen dort, sondern es handelt sich um Mietwohnungen im genossenschaftlichen Mietwohnungsbau. Ganz wichtig ist, dass wir hier auch einen Mix nicht nur im Gebäude, sondern im ganzen Viertel haben. Wir haben ein Viertel ungefähr von Leuten, die im sogenannten EOF, also im einkommensorientierten Fördermix sind. Das, was man früher mit Sozialwohnungsbau gesagt hat. Man hat ein Drittel mittlere Einkommenssituation. In München heißt das München-Modell und dann ein Drittel frei finanziert. Ein ganz wesentlicher Ansatz ist, dass die alle zusammen an einem Ort wohnen und an diesem Ort auch gemeinsam das Leben gestalten und dass es nicht zu einer Segmentierung kommt. Und deshalb halten wir es für sehr wichtig, dass das eben nicht nur in einem Viertel passiert, sondern sogar in einem Haus. Vielleicht noch kurz zur Situation, zur Lage. Das ist der Domagpark. Das schwarze Gebäude ist das Gebäude, um das es hier geht. Wichtig bei so einem Gebäude oder bei dem Prozess auch, wie wir das Gebäude gestalten und erschließen, ist eben die Erschließungssituation. Sie sehen hier so diese grünen Linien, das sind die Fußgängerwege. Und Sie sehen, dass einer dieser grünen Pfeile oder Wege, dieser Linien, durch das Gebäude durchgeht. Also dort, wo das Gebäude unterbrochen ist, in der Mitte, dieser weiße Fleck, da haben wir einen Durchgang gemacht, der eigentlich nicht vom Bebauungsplan vorgesehen ist. Warum? Wir haben das gemacht, weil gegenüber gibt es eine weitere Genossenschaft, die Wagnis, die dort auch ein sehr innovatives Wohnprojekt hingestellt hat. Und uns ging es darum, diesen Leuten nicht den Zugang zum Park zu verbauen. Also der Park hinten, das Grüne, da fängt direkt ein wunderschöner Park hinten drin an mit einem alten Baumbestand. Und um den Leuten nicht zuzumuten, um unser Gebäude immer herumzulaufen, was zwar sehr schön ist, aber schöner ist natürlich, wenn man durch das Gebäude durchgehen kann und direkt in den Park reingehen kann. Schon wieder ein Ansatz, wie man Nachbarschaft gut gestalten kann, indem man eben auch auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche der Nachbarn eingeht. Dann dieser lilane Kreis dort vorne, dort gibt es ein kleines Nachbarschaftscafé und insgesamt ist das Gebäude so konzipiert, dass vorne dieses schwarze Dreieck drumherum, das sehen Sie auch später noch, dort finden öffentliche und halböffentliche Räume ihren Ort. Das heißt, es ist ganz wichtig, bei solchen Projekten zu differenzieren, was ist öffentlich, was ist halböffentlich und was ist privat. Was gehört den Bewohnern selber, wo niemand anders Zutritt hat. Und das ist hier gelöst, das sehen Sie dann auch gleich, dadurch, dass eben der Erdgeschossbereich dort öffentlich und halböffentlich ist und man darf auch durch dieses Gebäude durchgehen anhand des grünen Pfeils, wie ich es gerade erklärt habe. Aber es gibt dann eine Tür, unten eine Haustür, das kennt jeder. Und wenn die Haustür unten zu ist, kommt niemand anderes ins Gebäude rein, außer natürlich die Bewohner selber oder deren Besucher. Das heißt, ab diesem Punkt ist das Gebäude geschlossen, direkt drumherum ist es halb öffentlich und im Erdgeschoss an der Straße ist es öffentlich. Das Gebäude selber hat eine Geschossfläche 7400 Quadratmeter. Das sagt Ihnen jetzt nicht so viel. Wir rechnen immer so, dass 100 Quadratmeter Geschossfläche ungefähr eine Wohnung sind. Daraus können Sie sehr leicht sehen, dass dort 74 bis 75 Wohnungen in dem Gebäude Platz gefunden haben. Es ist genossenschaftlich, habe ich gesagt. Es ist öffentlich gefördert. Die Hälfte ungefähr ist öffentlich gefördert.
Und Bewohner sind doch 200 Bewohner, die dort wohnen, von jung bis alt. Also ganz viele Kinder. Ich glaube, bei der letzten Zählung hatten wir 60 Kinder von den 200. Wir rechnen immer so, dass ungefähr 2,5 Personen pro Haushalt zu finden sind in unseren Wohnungen. Und deshalb kommt man auf die Zahl 200. Das Gebäude sieht eben so aus, das Bild kennen Sie jetzt schon. Hier kennt man jetzt aber schon einige wichtige Funktionen, die ich gerade erläutert habe. Vielleicht gehe ich mit dem an, was ein bisschen versteckt ist. In der Mitte des Gebäudes sehen Sie einen Einschnitt. Dieser Einschnitt dahinter verbirgt sich keine Terrasse für jemand ganz Prominenten, etwa ein Vorstand oder so, sondern das ist der Gemeinschaftsraum. Wir haben gesagt, und das ist eines der wesentlichen Elemente, um das sich mein Vortrag heute auch immer dreht, wir sagen, die schönsten Orte in einem Gebäude, die gehören der Gemeinschaft. Sie werden nicht privatisiert, sondern die schönsten Orte sollten der Gemeinschaft gehören, weil wir nachbarschaftliche Projekte machen wollen und Gemeinschaft braucht nicht nur Raum, sondern sie braucht gute, schöne Orte. Dieser Einschnitt, den Sie da sehen, ist wirklich, dahinter befindet sich der Gemeinschaftsraum von ca. 80 Quadratmeter Größe. Ich kann in dem Gemeinschaftsraum, den kann ich mir privat buchen, da kann ich vor den Gemeinschaftsraum treten und dann an dieser Balustrade über das Viertel schauen. Das nächste Element, was Sie gesehen haben oder was ich schon erwähnt habe, ist unten im Erdgeschoss, sieht man hier noch nicht so gut, weil das noch so kurz nach Ende der Baustelle war, dass es dort eben Nutzungen gibt. Dort gibt es ein Yoga-Studio, dort gibt es ein Nachbarschaftscafé, inzwischen gibt es eine Eisdiele, es gibt einen Fahrradladen, es gibt einen Paketservice, es gibt einen Musikraum, einen Hausaufgabenraum, ganz viele Elemente, die entweder öffentlich oder halböffentlich sind. Das Gebäude nochmal von vorne, man sieht dort den Gemeinschaftsraum oben und jetzt rechts sehen Sie so einen Zwickel, der nach oben geht. Dort befindet sich eine Treppe und dahinter findet sich die gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse. Auch hier wieder das Prinzip, die Dachterrasse als schöner Ort über dem Viertel begrünt, wird von der Gemeinschaft benutzt und verwaltet. Hier sehen Sie das Gebäude von der Seite. Besser sieht man es jetzt hier, das Element, auf das ich eingehen möchte, das sind die Laubengänge. Die Laubengänge, die stelle ich auch gleich noch etwas genauer vor, werden hier als Flaniermeile bezeichnet. Das war auch in dem kurzen Film kurz zu hören. Es ist damit gemeint, dass ich durch das ganze Gebäude auf diesen Laubengängen durchgehen kann. Das heißt, ich selber wohne dort ganz hinten rechts im dritten Stock, habe ich eine Wohnung mit meiner Familie. Wenn ich in den Gemeinschaftsraum auf die andere Seite gehen will, dann muss ich nicht nach unten auf die Straße, an der Straße entlang und dann nach oben gehen, sondern kann im Gebäude lang gehen, egal ob ich jetzt im ersten, zweiten, dritten oder vierten wohnen würde und an allen Wohnungen vorbeigehen und dann direkt im dritten Stock in den Gemeinschaftsraum gehen. Weiteres Element, was man hier sieht, ist, dass es keine Privatgärten gibt, sondern die gesamte Grünfläche, die nicht so groß ist bei diesem Gebäude drumherum, gehört der Gemeinschaft. Also links, wo Sie die Wohnungen sehen, im Erdgeschoss, gibt es natürlich einen kleinen Austritt mit einem Abstandsgrün, aber es ist so, dass darüber hinaus es keine Privatgärten gibt, wie es sonst üblich ist. Hier sehen Sie nochmal den Durchgang unten. Rechts befindet sich dann gleich der Musikraum bei dem Eingang. Die wichtigsten Dinge, die damit verbunden sind, sind eben, um so ein Gebäude zu entwickeln, ist von der Gemeinschaft her denken. Beteiligung der Leute von Anfang an, also mit ihnen zusammen die Sachen überlegen. Die schönsten Orte des Hauses gehören der Gemeinschaft und Gemeinschaft braucht Räume. Hier auf dieser Grafik sieht man das noch einmal. Das sind alles Dinge, wo etwas öffentlich oder halböffentlich passieren kann. Also das ganze Gebäude lebt davon, dass an verschiedenen Stellen nicht nur was Privates, sondern was Gemeinschaftliches funktionieren kann. Hier sind dann einige Impressionen. Wir haben in Werkstätten im Keller, da ist ein Schuster. Das ist jemand, der sich das Schusterhandwerk nach seiner Rente oder in seiner Rente beigebracht hat und der repariert jetzt unsere Schuhe. Also eine ganz tolle Sache. Ansonsten Gemeinschaftsbilder, die kennen Sie. Hier ist nochmal der Laubengang mit dem Gemeinschaftsraum daneben zu sehen. Es gibt verschiedene Gruppen im Haus. Oben das Bild ist von unserem Gemeinschaftsraum in der Mitte, Entschuldigung, vom Dachgarten. Links gibt es ein Gästeapartment.
Dann gibt es dieses Nachbarschaftscafé, das betrieben wird von den Bewohnern. Da gibt es also sonntagsnachmittags Kuchen. Wenn nicht Corona wäre, würde es morgen auch wieder geben. Es gibt eine Mobilitätsstation. Das heißt, ich kann dort Fahrräder ausleihen, ich kann Autos ausleihen, ich kann Lastenfahrräder ausleihen, um die Nahmobilität rund ums Haus auch gut machen zu können. Dann sieht man, ich gehe noch mal schneller durch, hier dieses Prinzip der Laubengänge. Das Rote ist der Laubengang, der zieht sich also durchs ganze Gebäude durch. Er schwenkt sogar von Ost nach West, um Wohnungen eine größere Varianz zu geben. Bei den einen ist das Wohnzimmer Richtung Westen, bei den anderen Richtung Osten, je nachdem, ob man eher ein Morgen- oder ein Abendmensch ist. Nochmal sehr schön hier, so waren die Laubengänge, wie sie geplant gewesen sind, breit, mit Begegnungszonen, ganz rechts dieser Holzboden ist als Abstand gedacht, damit man eben nicht zu nah an den Wohnungen vorbeiläuft, und so ist es realisiert. Man sieht also, manchmal stimmen die Zeichnungen auch mit der Realität ziemlich gut überein. Nochmal hier weitere Impressionen. Kinder spielen dort. Vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Genau, die benutzen die Laubengänge jetzt inzwischen für ihre Wasserschlachten im Sommer. Auch hier weitere Impressionen vom Laubengang. Wie gesagt, als sehr wichtiges Element der Gemeinschaft. Dann oben auf der Dachterrasse, das sieht man jetzt im Überblick nicht so gut, gibt es eine Treppenanlage. Wir hatten eben, dass das Gebäude sich so ein bisschen abtreppt, und genau dann haben wir gedacht, dann machen wir doch da eine Treppenanlage hin. Diese Rutsche, die auch funktioniert, ist dann als Gimmick dazugekommen, wird aber auch von den Kindern sehr gerne genutzt. Dort haben wir letzte Woche auf dieser Dachterrasse ein klassisches Konzert gehört. Es werden dort Kinoabende veranstaltet. Natürlich nicht jedes Wochenende, aber so 3-4 Mal im Jahr, und das sind immer sehr schöne Abende. Das ist auch auf unserer Dachterrasse. Diese gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse wird von den Bewohnern selber verwaltet, angebaut. Die Früchte dieser Dachterrassen sind dann im Nachbarschaftscafé zu genießen. Ja, damit bin ich auch ans Ende schon meines Vortrags gekommen. Zum Schluss noch eine kurze Grafik, die zeigt, es ist nicht eine der wirresten Grafiken der Welt, die gibt es natürlich auch immer wieder. Hier geht es darum, wie das Zusammenspiel zwischen einzelnen Bauherren und den drumherum anderen beteiligten Bauherren ist. Das ist für uns ganz wichtig gewesen, von Anfang an Kooperation mit allen anderen Bauherren, die drumherum sind, um dann zum Beispiel festlegen zu können, was findet denn in euren Häusern statt. Wir müssen nicht in jedem Gebäude einen Gemeinschaftsraum haben, der als Multifunktionsraum gestaltet ist, sondern in einem Gebäude kann eine Küche sein, die von jemandem genutzt werden kann, im zweiten kann es ein Kinosaal sein, im dritten ist es das Yoga-Studio etc. Das sind also Dinge, von denen die Gemeinschaft wahnsinnig profitiert. Und deshalb meine dringende Empfehlung ist ein bisschen blöd, aber mein Hinweis darauf, mit den anderen zusammen planen und Gebäude eben nicht ausschließlich vom Nutzer her zu denken, also vom Eigentum auch nur her zu denken, sondern von der Gemeinschaft her zu denken. Wenn man es von der Gemeinschaft her denkt, kommt man auch auf die anderen, die ja drumherum sind, auf die Nachbarschaft, und dann können wirklich ganz sehr gute, lebendige Quartiere entstehen. Herzlichen Dank. Ja, da hat man jetzt sehr schön gesehen, was dabei rauskommen kann. Jetzt schauen wir uns an, wie man so etwas startet. Und das zeigt uns Barbara Krause, Wohnprojektberaterin aus Regensburg. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, mein Name ist Barbara Krause, ich komme aus Regensburg. Und wir haben gerade eben gehört, wie ein Wohnprojekt von einer Genossenschaft geplant wird. Ich würde gerne erzählen, wie mein Projekt, in dem ich seit 11 Jahren wohne, entstanden ist. Und zwar, wie man als Gruppe, ohne zunächst ein Wohnungsbauunternehmen oder eine Genossenschaft im Rücken zu haben, ein Wohnprojekt starten kann. Und da geht es einmal erstmal damit los, dass man sich überlegen muss, was heißt eigentlich gemeinschaftliches Wohnen? Das heißt, die Gruppe muss sich darüber unterhalten,
was soll Inhalt unseres Projekts sein. Und ich möchte Ihnen einfach eine Definition zeigen, die das Forum Gemeinschaftliches Wohnen mal vor einigen Jahren entwickelt hat, dass man unter gemeinschaftlichem Wohnen einen, sag mal, möglichst dauerhaften Zusammenschluss von Menschen versteht, die freiwillig und bewusst bestimmte Bereiche ihres Lebens räumlich und zeitlich miteinander teilen. Dahinter steckt der Wunsch nach verbindlicher Nachbarschaft, gemeinsam statt einsam, weil das gemeinschaftliche Wohnen ganz ursprünglich vor vielen Jahren mal entstanden ist aus dem Bereich Wohnen im Alter. Und daher besteht auch der Wunsch, selbstbestimmt und selbstverantwortlich so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu wollen. Und gemeinschaftliche Wohnprojekte oder solche Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass die Zusammensetzung einer Gruppe selbst gewählt ist. Es gilt häufig auch das Prinzip der Selbstorganisation. Die Regeln des Miteinanders werden von der Gruppe entwickelt. Die Bewohner unterstützen sich gegenseitig. Und was ganz wichtig ist, in solchen Projekten gibt es Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsflächen, die die abgeschlossenen Wohnungen ergänzen. So, das war so unsere Vorstellung, als wir angefangen haben, unser Projekt zu starten. Eine Gruppe von Menschen, die das vereinbart hatte, sagte so, wie gehen wir denn jetzt los? Was machen wir jetzt? Wir haben gesagt, das Erste, wir brauchen noch mehr Menschen, die mit uns gemeinsam dieses Projekt starten. Das heißt, wir haben uns auf die Suche gemacht nach Gleichgesinnten. Und als wir die dann zusammen hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie viel Geld haben wir eigentlich? Wie wollen wir das machen? Wir müssen uns eine Rechtsform geben, weil ohne die geht's nicht. Denn sie verhandeln mit Banken, sie verhandeln unter Umständen mit Wohnungsbauunternehmen. Da brauchen sie eine sogenannte juristische Person, weil ohne die werden sie in solche Verhandlungen nicht einsteigen können. Und da gibt's vier verschiedene Möglichkeiten. Das hat die Frau Schaller auch schon angesprochen. Zum Beispiel, Sie stellen fest, Sie haben nicht genug Geld, um selber also im Eigentum zu bauen oder auch genossenschaftlich, dazu braucht man ja auch ein bisschen Geld, sondern Sie suchen sich einfach einen, der Geld hat. Das heißt, Sie suchen sich ein Wohnungsbauunternehmen, das Ihnen das Ganze baut und Sie darin nur zur Miete wohnen. Dann ist es vernünftig oder sinnvoll und angebracht zu sagen, okay, unsere Gruppe gründet einen Verein, dann sind wir eine juristische Person und dann können wir mit einem möglichen Investor verhandeln. So haben wir das damals vor 13 Jahren gemacht und sind losgezogen und haben Gott sei Dank auch jemanden gefunden, der das Geld hatte. Sie können aber sich auch entschließen, genossenschaftlichen Mietwohnungsbau zu bauen. Da gibt es die Möglichkeit, entweder die Gruppe gründet selber eine Genossenschaft oder sie schließen sich einer Genossenschaft an. Das heißt, eine Dachgenossenschaft übernimmt die Gruppe und lässt dann für diese Gruppe das Haus bauen. Oder Sie sagen, wir wollen im Eigentum bauen, dann gründet man in der Regel eine GbR zunächst, die dann in eine WEG übergeht und dann können Sie ein Eigentumsprojekt realisieren. Das Letzte ist für mich immer noch, nach jetzt 15 Jahren, das Komplizierteste, das Mietshaussyndikat ist auch noch eine Möglichkeit, so ein Projekt zu realisieren. Und wenn Sie das alles geklärt haben und wissen, in welche Richtung Sie gehen, dann geht man in der Regel los und sagt, okay, wo haben wir denn jetzt ein Grundstück, auf dem wir unser Haus bauen können? Oder aber, es muss ja nicht immer neu sein. Gibt es irgendwo auch Bestandsbauten, die wir für unsere Möglichkeiten und unser Projekt nutzen können? Ich habe das in kleineren Gemeinden öfter erlebt, dass die Bürgermeister dann auch gesagt haben, wir haben hier eine alte Schule, die nicht mehr benutzt wird oder irgendein anderes Gebäude, was nicht mehr benutzt wird, was man aber umwidmen könnte oder umbauen könnte zu einem gemeinschaftlichen Projekt. Also man muss nicht zwingend immer neu bauen. Das sind also zwei Möglichkeiten. Und dann erst, wenn man all diese Grundlagen hat, dann kann man in die Einzelheiten gehen, in der Gruppe dann mit der Gruppe zusammen das ganze Projekt erarbeiten in all seinen Einzelheiten. Wie viele Wohnungen wollen wir haben? Wollen wir mehrere Generationen im Haus haben, wie groß soll das Haus werden, das heißt, es ist meistens durch das Grundstück vorgegeben, wollen wir nur frei finanziert bauen oder wollen wir eine Kombination machen aus frei finanziert und EOF gefördert. Wir haben uns damals entschieden, die Kombination zu machen und wir haben uns damals auch entschieden, dass wir ein Drei-Generationen-Haus haben wollen, das heißt, wir haben drei Generationen unter einem Dach und haben das im Grunde bis heute auch erfolgreich durchziehen können.
Und als letztes möchte ich aber noch eingehen darauf, warum so viele gemeinschaftliche Wohnprojekte in genossenschaftlicher Form realisiert werden. Das ist eigentlich die Form, die am häufigsten gewählt wird. Das hängt daran, dass die Genossenschaften in ihrem Grundverständnis die Ziele des gemeinschaftlichen Wohnens widerspiegeln. Weil, wie mein Vorredner auch schon gesagt hat, bei solchen Projekten die Beteiligung der zukünftigen Nutzer an der Planung der Wohnräume und des Wohnumfeldes beteiligt sind. Bei Genossenschaften ist es eine auf Langfristigkeit angelegte gemeinschaftliche Verfassung und Organisation der gemeinsamen Wohnenden. Es ist eine auf Dauer angelegte Mitbestimmung der Projektmitglieder. Natürlich immer in Absprache, das ist graduell in den verschiedenen Genossenschaften unterschiedlich. Und was ich schon gesagt habe, es gibt immer Räume und Aktivitäten, in denen Gemeinschaft stattfinden kann und stattfinden muss. Was mein Vorredner auch schon gesagt hat, die schönsten Räume in einem Projekt sollen der Gemeinschaft gehören und solche Flächen sind unbedingt immer erforderlich, damit Gemeinschaft überhaupt gelebt werden kann. Okay, das war es eigentlich schon so für die ersten Schritte und ich wünsche allen, die sich auf den Weg machen, ein solches Projekt zu realisieren, viel Erfolg. Herzlichen Dank. Dankeschön auch von mir nochmal an Barbara Krause, Wohnprojektberaterin aus Regensburg. Herr Merkle, das waren viele spannende Infos. Ich fühle mich nach dem Vortrag von Frau Krause durchaus jetzt auch befähigt, eine Genossenschaft zu gründen und sowas anzugehen. Im ersten Augenblick hört sich sowas ja super, super kompliziert an. Und der Domag-Park, der hat mich wirklich begeistert. Sie waren ja selber vor Ort. Erzählen Sie mal, was war denn Ihr Eindruck so, wenn man das mal live sieht? Also wir waren im Domag-Park, durften dort Gäste sein. Und man hat uns tatsächlich auch wie Freunde aufgenommen. Denn wir haben im Haus uns umsehen können. Und nicht nur bei der Wogeno, sondern auch wir waren Gast bei Wagnis, was ein anderes Konzept verfolgt in der Nachbarschaft. Und es war für uns beeindruckend. Ich war mit meinen Kollegen aus der Bauverwaltung, aber es waren auch Teilnehmer aus dem Stadtrat dabei. Und es sind so viele Details, die man eigentlich sehen muss, die kann man nicht in wenigen Worten erzählen. Es geht, dass es eben auch generationsübergreifendes Wohnen ist, wo hier ältere Menschen, alte Menschen in einer Wohngemeinschaft zusammenwohnen und sich gegenseitig im Alter ergänzen, gegen Einsamkeit, Alterseinsamkeit kämpfen. Wir durften auch die Gemeinschaftsräume, die Thomas Krämer vorhin angesprochen hat, durften wir auch sehen, wo eine Hausgemeinschaft sich dafür entschieden hat, einen Raum für Kinder im Keller einzurichten, wo eine Kletterwand war, wo hier Betreuung stattfindet, wenn man einzelne Elternteile eben dann tatsächlich kurzzeitig die Betreuung der Kinder benötigen. Nebendran war die Gemeinschaftssauna, die allen miteinander gehört. Das heißt, es sind so viele, viele kleine Mosaiksteine, die eigentlich dieses Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens hier hervorhebt. Und wir waren alle miteinander sehr begeistert. Sehr viel Gemeinschaft. Auch ein paar Kompromisse muss man dabei natürlich eingehen. Ich habe gestaunt bei dem Hinweis, dass es die Wohnungen ja sogar nach dem Tagesrhythmus der Menschen ausgerichtet sind. Also je nachdem, ob man Frühaufsteher oder Spätaufsteher ist, wirklich ein feines Detail. Wobei da habe ich mich gerade mit meinem Partner sehr weit auseinanderziehen sehen, weil wir da unterschiedliche Rhythmen haben. Aber gut, zu der Gruppenbildung und wie man sich am besten seinen Partner auch noch aussucht, da kommen wir später zu. Jetzt schauen wir uns die Konzeptvergabe hier in Augsburg an. Die Stadt hat also beschlossen, auf dem Sheridan-Areal bestimmte Grundstücke zu einem Festpreis auszuschreiben und der besten Idee, dem besten Konzept für dieses Baugrundstück dann auch den Zuschlag zu geben. Wie es aber überhaupt auf diesem Areal hier im Stadtteil Pfersee inzwischen aussieht, kommt ja nicht jeder jeden Tag vorbei. Was geplant ist und wie fortgeschritten diese Pläne sind, das stellt uns jetzt Nicole Christ vor, zusammen mit Stefan Bettnotz von der Wohnbaugruppe Augsburg entwickeln, die diese Fläche als Treuhänder für die Stadt Augsburg betreut. Ja,
Letztlich waren die Konversionsflächen für Augsburg ein Geschenk und insbesondere die Sheraton-Kaserne, die es uns jetzt ermöglicht, einfach weitere Flächen als Stadt Augsburg über unseren Treuhänder, die Wohnbaugruppe entwickeln, zur Verfügung zu stellen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in der Sheraton-Kaserne schon gearbeitet, umgewidmet, entwickelt, Altlasten ausgegraben, Wohnbauten etabliert, einen Park gesponnen durchs neue Viertel. Und wir würden Sie jetzt ganz gern einfach mal mitnehmen durch einen Ausflug durch das Quartier an sich, dass jeder noch mal einen Eindruck bekommt, wo sind denn überhaupt diese Grundstücke, wie sieht es drumherum aus, möchte ich da wohnen, was bietet mir das Ganze? Und ja, wir haben einen Film für Sie vorbereitet, nachdem wir es eigentlich gerne ermöglicht hätten, Sie live durchzuführen. Aber ich glaube, filmisch nimmt Sie auch einiges mit. Sheridan. Auf dem einstigen US-Kasernenareal ist ein modernes, attraktives Viertel auf rund 70 Hektar Gesamtfläche entstanden. Im Süden erinnert das Offizierscasino an die frühere militärische Nutzung. Es soll in Zukunft unter anderem als Gastronomie dienen. Drumherum hat sich seit dem Weggang der US-Streitkräfte eine völlig neue Welt gebildet. Das Gebiet hat sich im Inneren geöffnet und ist gleichzeitig nach außen perfekt erschlossen. Eingebettet zwischen dem B17-Knoten Fährseeleitershofen im Süden, der B17 im Westen, der Stadtberger Straße im Norden und der Bürgermeister-Bohl-Straße im Osten. Wohnen, Arbeiten, Wohlfühlen waren die Vorgaben bei der Planung. Die drei Aspekte spiegeln sich auch in der Landschaft wider. Sie ist dreigeteilt. Im Westen zur B17 hin orientiert ist ein sehr hochwertiges und gefragtes Gewerbegebiet, in dem gerade noch die letzten Gebäude entstehen. Die Bundesstraße führt zur A96 Richtung München und Lindau und zur A8 Richtung München und Stuttgart. Im Osten ist das neue Wohngebiet im Sheridan Park, das sich eng mit den bereits bestehenden Wohngebieten des Stadtteils Pfersee verzahnt. Der Park in der Mitte ist das Herzstück des Areals. Über 20 Hektar groß, eine Fläche, die etwa 28 Fußballfeldern entspricht, wurde er mit Mitteln der Städtebauförderung nicht nur zu einer grünen Oase für die Pfersäer Bewohner, sondern für viele Augsburger und Nachbarn aus dem Umland. Seine grünen Adern ziehen sich in das Wohngebiet hinein. Er ist eine kleine Verbeugung vor der amerikanischen Geschichte der Kaserne. Seine gewundenen Wege, die sich auffächern und wiederfinden, erinnern an ein Flussbett. Auf den ausgedehnten Wiesen und den Grüninseln wachsen Pflanzen, Gräser und Sträucher, die die Flora amerikanischer Landschaften aufnehmen. Am westlichen Rand bleibt die Halle 116 erhalten. In ihrer dunkelsten Stunde ein KZ-Außenlager soll sie künftig als Lernort Frieden erinnern. Sehr behutsam wurde mit den bis zu 80 Jahre alten Bäumen der Kaserne umgegangen. Jetzt verleihen sie dem neu gestalteten Park sein besonderes, vertrautes Flair. Wer Ruhe sucht, findet sie hier. Und wer Bewegung bevorzugt, kann hier ungestört radeln oder sich an einer Skateanlage und beim Beachvolleyball auspowern. Ein Matschspielplatz und Kletterfelsen sind für Kinder eine willkommene Abwechslung. Auch Basketballkörbe und ein Fußballfeld sind vorhanden, sowie viele weitere unkonventionelle Möglichkeiten zu spielen und Spaß zu haben. 4 Kitas gibt es. Eine davon ist Teil eines besonderen offenen Konzepts. Im Bildungshaus Westpark sind Ganztagsgrundschule und eine Kindertagesstätte mit Hort, Kindergarten und Krippe unter einem Dach miteinander verbunden. Alle Altersgruppen begegnen sich. Die Räume werden gemeinsam bespielt. Restaurants und Cafés befinden sich in unmittelbarer Nähe. Nahversorgung und kleine Dienstleister sind in Laufweite an der Stadtberger Straße. Und auch im Pfersäer Stadtteilzentrum gibt es eine breite Palette an Läden für den täglichen Bedarf. Das Stadtzentrum ist mit dem Fahrrad in 15 Minuten erreichbar, mit der Straßenbahnlinie 3 in 10. Auch 2 Kirchen finden sich auf dem Areal. Die Arche in der Kommandatur und die altkatholische Kirche im neuen Baugebiet. Bereits vorhandener sozialer Wohnungsbau und 2 weitere entsprechende Bauvorhaben der Wohnbaugruppe Augsburg am Nestackerweg gewährleisten eine sozial ausgewogene Mischung der Bewohner. Das Miteinander steht hier über allem. Diese Philosophie findet bald auf den letzten freien Baugrundstücken im Nordwesten des Areals ihren Höhepunkt. Insgesamt 6 Flächen können im Konzeptvergabeverfahren erworben werden. Das neue Quartier soll einen sozialen, nachhaltigen und innovativen Mehrwert für die Bewohner, die Nachbarn im ganzen Stadtteil und für die gesamte Stadtgesellschaft bringen.
Soweit ein erster Einblick für Sie. Wir konnten Sie mitnehmen, hoffentlich in die Sheridan-Kaserne. Aber ich glaube, was insbesondere unsere Wohnbaugruppen schon interessiert, sind jetzt die harten Fakten, was die einzelnen Grundstücke angeht. Wie groß sind sie? Sind Teilungen möglich? Und nicht zuletzt natürlich auch, was ist der Preis davon? Und das wird uns jetzt Stefan Bettners von unserer Wohnbaugruppe entwickeln, die uns hier unterstützt in der Entwicklung der Flächen, präsentieren. Vielen Dank. Die Grundstücke liegen im Bebauungsplan 288b1. Der Bebauungsplan ist neu. Man hat umgewandelt ehemalige Gewerbeflächen in Wohnbauflächen. Zu finden ist dieser Bauabschnitt jetzt zwischen der Stadtberger Straße im Norden und dem Grasecker Weg im Süden. Gegenwärtig wird die Wilhelm-Reitzmeier Straße als letzte noch fehlende Straße in diesem Gebiet erstellt. Ich habe sie hier mal mit blau dargestellt. Wenn man sich jetzt mal den neuen Bebauungsplan anschaut, dann sieht man sehr schön die neue Aufteilung. Wir haben jetzt nur noch Gewerbe in diesem südwestlichen Bereich. Wenn dann die Hochbaumaßnahmen dort mal abgeschlossen sind, sollen sie auch einen gewissen Schallschutz für die dahinterliegenden Wohnbaugrundstücke bilden. Bei der Konzeptvergabe geht es jetzt um 6 Baugrundstücke in einer Größe von 2.400 bis 5.300 Quadratmeter ungefähr. Jetzt stellt sich natürlich sicherlich gerade für kleine, in Gründung befindliche Baugemeinschaften die Frage, ja, was soll ich mit so einem großen Grundstück? Ich habe ja das gar nicht, was ich bespielen kann. Dazu muss man sagen, diese Grundstücke haben verschiedene Baufenster, und damit ist natürlich eine Teilung möglich, wenn sich die jeweiligen Baugemeinschaften zusammentun. Weil eine Besonderheit haben die Grundstücke, es gibt jeweils immer nur eine Tiefgaragenzufahrt. Das heißt, der Kaufvertrag kann dann nur geschlossen werden, wenn zum einen die Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt für die Hochbaumaßnahmen selber erfolgt ist und eine Regelung für diese gemeinsam zu nutzende Tiefgaragenzufahrt vorliegt. Ja, aber selber zu den Grundstücken. Wir haben diese Grundstücke bereits erschlossen, sprich, Sie erwerben ein Grundstück, was in der Straße dann bereits die Sparten Strom, Wasser, den Fernwärmeanschluss, der ist möglich, und Lichtleiterkabel als Telekommunikation. Gas gibt es keins im Gebiet. Was vielleicht auch wichtig ist, diese Straßen, so wie sie jetzt sind, sind noch im Ausbauzustand von dem ursprünglichen Gewerbeplan. Wir werden, sobald Ihre Hochbaumaßnahmen abgeschlossen sind, diese Straßen nochmal komplett umgestalten. Sprich, es gibt neue Parkbuchten, andere Baumstandorte, und zusätzlich werden auch verkehrsberuhigende Inseln in diese Straße hineingebaut werden. Ich glaube, was man noch ergänzen darf, ist, dass die Grundstücke altlastenfrei durch die Wohnbaugruppe veräußert werden. Natürlich, ja. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Das ist sicherlich ein relevanter Punkt. Nein, gar kein Thema. Es ist natürlich ein ehemaliges Kaserngelände. Das heißt, Altlasten sind hier. Ja, sie sind da. Wir haben Voruntersuchungen durchgeführt. Wir haben die festgestellten Altlasten auch schon saniert. Natürlich ist aber nicht auszuschließen, dass auf dem Grundstück noch lokale Verschmutzungen sein könnten. Deswegen werden wir in den Kaufvertrag eine Regel einbauen, die im Endeffekt klärt, dass diese eventuell entstehenden Mehrkosten für die Sanierung dieser Altlasten, falls welche gefunden werden, von uns als Verkäufer getragen werden. Sie als Investor haben kein Risiko für diese Altlastenentsorge. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicherlich, wo es mal bloß kurz erwähnen muss, eine Baufrist wird es geben, weil wir alle natürlich interessiert sind, dass das Baugebiet zügig entwickelt wird. Sie wollen ja auch Ihre Nachbarn irgendwann kennenlernen, und deswegen wird man das mit einbauen. Sollte aber, denke ich, auch kein Problem sein. Die Fristen werden auskömmlich sein. Vielleicht auch noch ein Wort zu das Konzept wird man mit in den Kaufvertrag hineinnehmen, weil das ist ja im Endeffekt das, was ja dann bei dem Vorstellen den Ausschlag gegeben hat, dass Sie den Zuschlag für das Grundstück bekommen. Das wird man dann entsprechend sicherlich irgendwo sichern wollen. Aber was das Wichtigste ist, jetzt hätte ich fast vergessen, das Wichtigste an der ganzen Geschichte, das ist natürlich das, Sie wollen natürlich wissen, was kostet denn mich das Ganze? Ich habe das jetzt mal eben in dieser PowerPoint mit eingefügt. Wir haben momentan Preise von 720 € bis 1025 € pro Quadratmeter.
Das sind momentane Preise. Wir sind gehalten, immer zum aktuellen Grundstückspreis zu veräußern. Das heißt, vor der Ausschreibung der jeweiligen Grundstücke werden wir über den Gutachterausschuss den Preis nochmal aktualisieren lassen. Ich erwarte da jetzt keine enormen Sprünge, aber man muss wissen, dass das nicht die finalen Preise sind im Zweifel. Ja. Vielen Dank. Ja. Jetzt haben wir gesehen, worum es geht. Platz genug ist da. Schön ist er auch, wie ich finde. Vielleicht haben Sie sich auch ein bisschen verliebt, als wir so drüber geflogen sind über den Sheridan Park. Ich habe ihn aus der Perspektive noch nie gesehen und habe mich ein bisschen verliebt. Wir haben später noch Expertinnen und Experten zu Gast, die Ihnen Tipps zu den komplizierteren Themen Finanzberatung, Rechtsformen und das Allerwichtigste zur Gruppenbildung geben. Die Beratung kommt aber später. Erst muss man sich vernetzen. Unter diesem Zeichen steht unser zweiter Block. Und in Augsburg gibt es ja schon Projektinitiativen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich den Traum vom gemeinschaftlichen Bauen und gemeinschaftlichen Wohnen zu erfüllen. Was sie antreibt und wovon genau sie so träumen, vier solche Gruppen stellt Ihnen jetzt Nathalie Schaller in einer Art Speed-Dating vor. Ja, dazu muss man wissen, es gibt unseres Wissens auch noch ein paar andere Gruppen. Das ist jetzt exemplarisch. Und wenn Sie selber auch Lust haben, eine Initiative zu gründen, um sich auf ein Grundstück zu bewerben, dann ist es auch noch nicht zu spät. Also Sie haben auch die Möglichkeit, sich selber mit Freunden, Bekannten, Gleichgesinnten zusammenzuschließen, sich, wie Sie heute gehört haben, eine Rechtsform auszusuchen, um sich mit einem guten Konzept auf eins der Grundstücke zu bewerben. Ich freue mich, dass wir heute vier Initiativen vorstellen die gegebenenfalls, das erfahren wir dann, vielleicht auch noch Anschluss suchen oder Mitglieder suchen, denen sie sich anschließen können. Die erste Gruppe, die wir heute vorstellen, ist die neu gegründete Genossenschaft Wogenau mit der Sabine Pfister und der Susi Weber. Herzlich willkommen. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein Speed-Dating, also kurz, knapp und präzise, nur dass jeder einen Eindruck von der Gruppe bekommen kann. Herzlich willkommen. Wollt ihr kurz euch vorstellen, in welcher Funktion ihr denn in der Genossenschaft tätig seid? Ja, hallo, vielen Dank. Wir kommen, wie gesagt, von der Wogenau. Wir sind eine junge und neu gegründete, eingetragene Genossenschaft in Augsburg. Das ist Sabine Pfister, mein Name ist Susi Weber. Wir sind jetzt hier stellvertretend aus dem Vorstand der Genossenschaft. Die Initiative geht zurück auf das Jahr 2018, während dem Friedensfest, dem Projekt Wolkenkuckucksheim für alle. Mittlerweile sind wir schon durch den Prozess der Gründung hindurch und haben schon viel geschafft und freuen uns jetzt, wenn wir hoffentlich bald in das erste Projekt einsteigen können. Was war denn eure Motivation, um eine Genossenschaft zu gründen? Habt ihr euch andere Projekte angeschaut oder was hat euch besonders bewegt? Oder was sind eure sozusagen konzeptionellen Schwerpunkte? Wir haben natürlich viel Kontakt zu anderen Genossenschaften und vereint sind wir generell von dem Antrieb, dass wir feststellen, dass in unseren Städten und in den großen Städten viel Entfremdung herrscht und wenig Initiativen und Vernetzung in die Nachbarschaften passiert, dass es wenig Verantwortung und gemeinsame Sorge für unseren Lebensraum gibt und dass sehr viel Vereinzelung stattfindet und jeder ein bisschen sehr auf sich zurückgeworfen ist. In den Genossenschaften geht es von vornherein darum, eine Balance zu finden zwischen Individuum und Kollektiv, unseren Lebensraum gemeinsam zu gestalten und den eben nicht nur für die Bewohner, sondern auch die Stadt als gemeinschaftlichen Ort zu sehen und den an den Bedürfnissen der Menschen zu entwickeln und eben nicht das Ganze zum Spekulationsobjekt oder zum Kapitalertrag zu nutzen, denn auch das ist eins der Grundmotivationen, den Grund und Boden dem Kapitalmarkt zu entziehen, gerade da die Preise und die Grundstücke, die Preise hoch und die Grundstücke wenig sind. Generell wollen wir gern was ändern, wie wir wohnen, denken, planen und bauen und sind der Meinung, dass gerade erst durch viele gemeinschaftlich funktionierende Modelle möglich sind und hoffen auf viele neue Interessierte und wollen gerne weiter wachsen. Das heißt, ihr habt schon eine gewisse Größe, ihr sucht auch noch Anschluss für die Bewerbung in der Sheridan-Kaserne oder das würdest du mir kurz uns kurz erzählen, oder? Ja, genau.
Wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr gegründet, nämlich am 22. September letzten Jahres. Wir sind jetzt also etwas über ein Jahr alt und wir haben uns mit 26 Personen gegründet und sind jetzt mittlerweile 86 Mitglieder. Und das bedeutet, dass es ungefähr 120 Personen sind, die in der Genossenschaft wohnen wollen. Fast alle wollen auch dort wohnen, aber nicht unbedingt alle jetzt hier im Sheridan Park. Das geht ja auch gar nicht. So ein großes Grundstück gibt es gar nicht. Wir würden uns aber wünschen, dass wir jetzt hier in diesem Gelände ein Grundstück bekommen können, wo wir so 50 bis 55 Wohnungen bauen können. Das heißt, wenn man also Lust hat, sich eurer Initiative anzuschließen, dann kann man das gerne noch machen und kann auch noch Mitglied werden? Unbedingt. Also. Super. Und ihr seid, glaube ich, auch auf der Webseite der Stadt Augsburg für Baugemeinschaften vertreten. Da sind eure Kontakte, glaube ich, auch drauf. Dann kann man mit euch in Kontakt treten. Und ich glaube, ihr habt auch eine eigene Webseite, oder? Wir haben eine eigene Webseite. Mhm. Das ist die www.wogenau.haus. Ganz irgendwie einleuchtend und da kann man genau erfahren, was genau bisher geschah, was genau ist eine Genossenschaft, warum genau gründet man eine Genossenschaft, wie genau geht das Ganze, wie genau geht es auch weiter und wer genau kann mitmachen. Und ich lade einfach an dieser Stelle auch gerne ein zu unserem nächsten Stammtisch, der ist nämlich am 11. Oktober und findet statt im Rheingold in der Prinzstraße um 18 Uhr. Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Gibt es denn eigentlich schon ein Expertenteam, das ihr beauftragt habt? Oder seid ihr da noch völlig offen? Wartet ihr erstmal, bis ihr ein Grundstück habt? Oder habt ihr schon ein bestimmtes Architekturbüro im Auge? Oder habt ihr euch schon professionelle Unterstützung gesucht? Unser Expertenteam, also im Grunde ist das erste Mal unser Vorstandsteam in der Wogenau, die Susi Weber, die auch Geschäftsführerin im Grand Hotel ist und sich dort intensiv mit neuen und integrativen Wohnformen befasst. Dr. Hilde Strobel ist Architekturhistorikerin und Kuratorin und sie hat eben sehr viel über Genossenschaften, Wohngenossenschaften geforscht und auch Ausstellungen dazu gemacht. Ich selber bin Architektin und so schon einfach mit Wohnungsbau verstrickt und kümmere mich im Rahmen vom Wohnzimmer im Schwabencenter so um nachbarschaftliche Prozesse und nachbarschaftliche Gemeinschaft. Wir werden begleitet von Barbara Krause, die haben Sie ja schon kennengelernt, und von Susanne Hoffmann, eine Architektin aus Berlin, die mit uns so diesen Kick-off, den Start macht in diesen Gestaltungsprozess. Denn uns allen ist gemeinsam, dass wir mitgestalten wollen. Wir sind ein bunter Haufen. Und alle gemeinsam wollen wir das gestalten. Wir haben darüber hinaus auch, werden permanent begleitet von einem Finanzierungsteam, denn da dies ja unser erstes Projekt ist, wollen wir sicher gehen, dass wir da auch auf sicheren Beinen stehen. Also gut aufgestellt, viel geplant, ja dann viel Erfolg bei der Grundstücksbewerbung und danke für eure Vorstellung. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann freue ich mich, hier die Baugemeinschaft Sheridan Park und Junior. Ihr habt euch schon zusammengeschlossen. Helmut Ristock und Calliope Garuba stellen diese Gemeinschaftsinitiative vor. Im Gegensatz zu dem jetzigen Projekt, das genossenschaftlich organisiert war, wird das eine Baugemeinschaft im Eigentum, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und würdet ihr ein bisschen Abstand halten, Corona-bedingt, darauf müssen wir achten, und euch kurz vorstellen und mit welcher Funktion ihr hier steht. Vielleicht zuerst die Dame. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Calliope Garuba und ich bin in der Projektentwicklung und Beratung für Baugemeinschaften unterwegs und bin hier bei der Baugemeinschaft Sheridan Park und Junior auch in dieser Funktion mit Plan-Z-Architekten beratend und auch in der Projektleitung. Ja, ich glaube, es sollte ein Bauherr da sein, der heute dann spontan verhindert war und deswegen. Genau, also die lassen da herzlich grüßen. Genau. Und jetzt bin ich eingesprungen dafür, aber wir haben ja noch einen Bauherrn mit dabei. Also Sie sind in der Funktion des Bauherrn dann in der Gruppe, genau. Genau, ja, danke. Also mein Name ist Helmut Ristock. Ja, die Funktionsbezeichnung Bauherr ist noch ein bisschen ungewohnt in der Baugemeinschaft. Das heißt, unsere Baugemeinschaft hat ja diesen Doppelnamen Sheridan Park Junior. Und
Unsere Baugemeinschaft hat sich im Jahr 2017 schon gegründet, also wir sind schon sehr lange. Wir kommen aus einer Kirchengemeinde im Sheridan Park, also das heißt, wir sind hier lokal sehr gut vernetzt. Das war die Initiativgründung, da haben sich etliche Leute zusammengetan und wir haben mittlerweile aus dieser Kirchengemeinde raus natürlich noch vor allem Familien, jüngere Mitglieder geworben und sind jetzt dabei, das Ganze noch weiterzuentwickeln. Und ihr habt euch auch schon ganz richtig zusammengeschlossen, weil ihr schon wusstet, dass die Grundstücke ja etwas größer sind und aus zwei Initiativen besteht ihr sozusagen, oder? Ja, genau. Also es ist natürlich in der Baugemeinschaft immer schön zu kooperieren und gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen. Und wir wollen die Synergien nutzen hier. Die Baugemeinschaft Junia wollte eigentlich nur ein Haus und dann haben wir gesagt, warum sollen wir uns nicht zusammenschließen und eine Baugemeinschaft daraus machen, und das ist ja auch das Prinzip einer Baugemeinschaft eigentlich, gemeinschaftlich zu agieren. Das heißt, die Hauptmotivation ist, gemeinschaftlich zu agieren, aber haben die zwei Gruppen dann unterschiedliche Schwerpunkte oder Themen oder habt ihr euch da schon gemeinsam weiterentwickelt? Ja, bitte. Also wir kommen natürlich mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir sind seit, ich sage mal so, Anfang dieses Jahres gemeinsam, sind jetzt natürlich durch Corona ein bisschen gehandicapt, weil wir uns früher in unserer Baugemeinschaft sehr intensiv schon vorab getroffen haben, uns ausgetauscht haben. Da ist ein sehr enger Kontakt da. Dieser Zusammenschluss ist dann zu Corona-Zeiten passiert. Das heißt, wir konnten uns leider an der Stelle praktisch meistens nur per Zoom oder Skype unterhalten. Von daher ist die Abstimmung, die steht noch ein bisschen aus. Von der Herkunft her ist für uns natürlich das Thema Gemeinschaft, gemeinschaftliches Leben ist ein zentrales Element, das hier reinkommt. Ein zweites Element, das an der Stelle auch ganz wichtig ist, dass wir vor unserem Hintergrund einfach mal, wir wollen gemeinsam verschiedene Religionen in Frieden zusammenleben. Das ist praktisch so aus unserem Hintergrund vielleicht ein bisschen sichtbar. Wir wollen ein gemeinsames Projekt starten, wo man erleben kann, dass verschiedenste Religionen in Deutschland, in Augsburg an dieser Stelle, nebeneinander, nicht nur nebeneinander leben, sondern miteinander leben und gemeinsam ein Projekt erfolgreich gestalten können. Das ist so unsere große Vision, mit der wir reingekommen sind. Genau, und wir werden aber nichtsdestotrotz auch andere Ziele verfolgen und einfach das Thema Gemeinschaft, also das Thema Gemeinschaft ist groß, das Thema Mobilität, das Thema Außenbereiche, wie kann ich Außenbereiche so gestalten, dass man sich begegnen kann, wie kann ich planen, sinnvoll planen, auch für die Zukunft, und wie kann ich die Quartiersvernetzung auch vorantreiben. Also das sind alles Themen, die uns verbinden, und so, denke ich, ziehen alle eigentlich letztendlich am gleichen Strang. Und wir haben ja auch schon gehört, also ein erfahrenes Team ist auch schon am Start, sozusagen ihr beauftragt als Projektbegleitung und die Architekten sind auch schon mit im Boot. Sucht ihr denn noch weitere Mitstreiter oder seid ihr eigentlich schon groß genug? Kann man noch Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man Interesse hat, sich euren Gruppen anzuschließen, muss man ja sagen. Ja, also Kontaktperson bin ich jetzt in dem Fall, und sind weitere Mitglieder herzlich willkommen. Auch wie also von der Baugemeinschaft ursprünglich Junia, auch verschiedene Religionen natürlich sind auch herzlich willkommen, und man kann uns ansprechen. Wir sind momentan 20 Parteien und es werden vielleicht so 35 Parteien insgesamt werden. Im Moment haben wir uns zurückgehalten, weil eben das noch nicht ausgeschrieben wurde, und sobald das der Fall ist. Aber ihr seid auch auf der Website der Stadt Augsburg zu finden, oder wie findet man euch am besten? Also man, genau, auf der Website der Stadt Augsburg und natürlich auch über die eigenen Webseiten. Mhm. Also ihr habt beide auch eigene Webseiten? Also über meine Website oder Plan Z Architekten dann. Okay, ja, dann herzlichen Dank euch beiden und euch auch viel Erfolg bei der Grundstücksbewerbung. Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften. Ebenfalls. Und viel Erfolg auch. Ja. Und dann freue ich mich, die nächste Baugemeinschaft vorzustellen. Hier die Go 2, oder? Sheridan heißt ihr, mit Wolfgang Konz und Josef Egger.
Genau, auch hier achten wir ganz vorbildlich auf den Abstand, obwohl ihr, glaube ich, zusammenarbeitet und euch oft begegnet. Dann würde ich euch bitten, doch mal ganz kurz euch noch mal selber vorzustellen und in welcher Funktion ihr denn in der Baugemeinschaft seid. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Wolfgang Konz. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der GfB. Und die GfB ist tätig als Baubetreuer, aber auch gleichzeitig als Projektentwickler für Baugemeinschaften. Und wir bilden hier die Baugemeinschaft Go to Sheridan. Go to Sheridan. Also Go to, ja, bedeutet eigentlich zwei Dinge. Einmal gemeinschaftsorientiertes Bauen und soziales Miteinander in einer GfB-Baugemeinschaft. Und diese Gemeinschaftssinn ist eigentlich der Kerngedanke einer Baugemeinschaft. Wir sind eigentlich vor wenigen Wochen gestartet, wo wir Interessenten hier aufnehmen. Erstmal nur als Interessent, weil da noch die Grundstücksvergabe noch offen steht. Und aus dieser Interessentengruppe wird sich dann später die Planungsgemeinschaft und dann auch die Baugemeinschaft bilden. So ist also der Vorgang. Also erstmal können sich Interessenten unverbindlich hier für die Go to Sheridan Baugruppe dann bewerben. Genau, vielleicht stellen Sie mich auch kurz vor. Mein Name ist Josef Egger, ich bin Partner der Architekturagentur. Wir haben ein Büro in Stuttgart und in Bobingen. Wir haben unseren Schwerpunkt gesetzt im sozialen Planen. Das ist uns sehr wichtig, das soziale Miteinander, das gesellschaftliche Contents und genauso aber im ökologischen Plan. Wir planen sehr viel massiv Vollholz, wohngesund, leimfrei, CO2-neutral und freuen uns, dass wir das Projekt gemeinsam mit der GfB in Vollholz angehen wollen. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Expertenteam am Tisch und noch nicht die Bauherren oder die Bauherren im Hintergrund. Wie viele Mitglieder habt oder wie viele Interessenten habt ihr denn schon? Seid ihr noch auf der Suche nach Interessenten? Kann man euch ansprechen, wenn man mit euch als Experten zusammen ein, wie ich jetzt rausgehört habe, auch Projekt im Eigentum als GbR realisieren möchte? Ja, die Baugemeinschaft besteht natürlich aus einer Vielzahl von Bauherren und zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich so, dass wir gerne Interessenten herzlich aufnehmen, um dann später die Baugemeinschaft dann zu manifestieren, wenn die Grundstücksfrage dann von der Stadt Augsburg dann entschieden ist. Aber wir haben jetzt ein Projektteam gebildet, um das Projekt zügig voranzubringen. Und die GfB ist eigentlich bekannt dafür, dass die Baugemeinschaften sehr zügig dann auch realisiert werden können. Das heißt, man kann euch wie kontaktieren? Steht ihr auch auf der Website der Stadt Augsburg oder stellt ihr euch da noch drauf? Richtig, wir sind auf der Webseite der Stadt Augsburg seit gestern. Ah, okay. Deswegen war das meine Frage. Ja. Und ist aber auch leicht zu einfach über Google leicht zu finden. Unter GfB Baugemeinschaften, da kann man sich auch genau informieren, wie unsere Baugemeinschaften funktionieren und welche Projekte aktuell auch in der Realisierung sind. Das heißt, ihr habt jetzt schon einiges über die Motivation und vielleicht auch über das Konzept erzählt. Gibt es noch was, was ihr vielleicht dem hinzufügen wollt, was noch nicht erwähnt wurde? Ja, ganz kurz noch zur GfB. Wir machen, also meine Person auch, wir sind gestartet 1984 mit der Bildung von Baugruppen. Also schon seit einigen Jahren und haben bis heute etwa 2000 Bauherren betreut, haben praktisch über 2000 Wohnungen in Baugemeinschaften erfolgreich realisiert und haben aktuell auch mehrere größere Projekte. Dieses Jahr werden etwa 170 Wohneinheiten fertig von Bauherren und für nächstes Jahr sind weitere 100 Wohnungen dann gestartet oder vorgesehen zu starten und hier Augsburg ist auch dann ein entsprechendes Projekt dann angedacht, weil je größer die Baugruppe, umso wirtschaftlicher lässt sich dann auch bauen. Genau. Ich würde gerne noch was zu unserem Konzept, zu unserem Konzeptgedanken erwähnen und sagen, wir haben vor, ein
eine Größe von ungefähr 50 bis 55 Wohneinheiten zu planen. Wichtig ist uns die Vielfalt. Wir planen von Einzimmerwohnungen mit 45 Quadratmeter, zwei, drei, vier Zimmer bis über 100 Quadratmeter Wohnungen. Also da kommt eine sehr große Vielfalt rein. Wichtig ist uns natürlich, dass wir die Vielzahl, die wir machen, mit der hohen Qualität, hohen Wohnqualität mischen. Ja. Vom Raumprogramm haben wir einen Projektpartner mit reingenommen, das ist die Lebenshilfe, und da sind wir sehr froh. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, dass wir ein Quartierscafé in das Projekt mit reinsetzen, das über die Bewohner hinaus vom Quartier angenommen werden kann und von der Lebenshilfe über Menschen mit Handicap betrieben wird. Das ist ein Inklusionsprojekt und ist natürlich wunderbar. Mit diesem Quartierscafé haben wir auch die Möglichkeit, dass wir Gemeinschaftsräume individuell schaffen, die in das Café angebunden sind und verschiedene Größenordnungen haben. Nicht nur Gemeinschaftscafé und Gemeinschaftsräume haben wir. Wir sehen auch vor, dass wir eine kleine Werkstatt haben. Eine kleine Werkstatt, wo wir Fahrräder reparieren können, wo der Bewohner selber ein bisschen zur Hand gehen kann und Werkzeuge zur Verfügung hat. Ja. Wir machen aber einen weiteren Schritt und sagen, wir gehen davon, oder wir würden sehr gerne auch ein Verkehrskonzept realisiert sehen. Und da sehen wir eine Quartiersgarage, das weit über die Bewohnerstruktur hinausgeht und für das gesamte Quartier zur Verfügung stellt. Wenn wir das machen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir Carsharing in einer ganz anderen Form und auch Bikesharing in einer ganz anderen Größenordnung bereitstellen können. Nicht nur für die Bewohner, sondern für das gesamte Quartier. Und somit gibt es natürlich eine Einheit, die über diesen Bewohner ins gesamte Quartier rein scheint und Auswirkungen hat. Also ein großes Vorhaben, großes Projekt geplant. Dann wünsche ich auch euch viel Erfolg. Wer Interesse hat, sich anzuschließen, der weiß jetzt, wie er euch findet. Vielen Dank. Herzlichen Dank auf unserer Seite. Ja. Dann freue ich mich auch noch die letzte heute hier anwesende Gruppe vorstellen zu dürfen. Das ist die Baugemeinschaft Zusammensein. Vorstellen wird die Baugemeinschaft Laura Semmer-Ditsch und Werner Koschinski. Ich hoffe, ja, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Vielen Dank auch euch, dass ihr hier mit Abstand hoffentlich, oder ja, seid ihr eh, genau. Genau, das vergisst man schnell, aber deswegen, dass ihr euch vorstellt. Vielleicht wollt ihr euch mal persönlich... Genau, das letzte Speed-Dating. Wir stehen hier, Werner, ich, Laura, vertreten für die Baugemeinschaft Zusammensein. Hinter uns sind noch ein Häufchen Menschen, auch im besten Alter. Wir machen ein Date, weil wir auch noch wachsen wollen und auf diesem Weg eine gute Möglichkeit sehen, dass Sie uns kennenlernen, wie man das beim Speed-Dating so macht. Genau, wir waren auch schon ganz fleißig, haben eine GbR gegründet. Wir sind auf der Homepage der Stadt vertreten, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben schon ein Bankkonto und wir haben eine Homepage, wo Sie, wenn Sie Interesse haben, gerne mal nachschauen können, was wir uns denken, wer wir sind. Das heißt zusammensein.com. Genau. Ja, Speed-Dating muss nicht ein Blind-Dating werden und darum darf jetzt der Werner euch erzählen, was wir uns so gedacht haben. Ja. Wir sind eine Baugemeinschaft, die den dritten Lebensabschnitt in den Blick nimmt. Das heißt also, wir sind Menschen, die am Ende ihres Berufslebens stehen und die sagen, das, was da vor uns liegt, soll ein ganz neuer Impuls für uns sein. Wir wollen das Leben in einer anderen Weise neu ergreifen, nicht uns zurückziehen, uns nicht auf die Familie konzentrieren. Nein, wir wollen was Neues aufbauen. Und wir wollen das mit Menschen zusammen machen, die einfach auch in dieser Zeit diesen Impuls spüren, was Neues ins Leben zu rufen. Wir sind eine Baugemeinschaft, die sich zusammensetzt aus Bauherren und aus Mietern. Das heißt, wir stellen uns vor, dass einerseits es Menschen gibt, die Wohnungen für sich bauen wollen, dass es andererseits Menschen gibt, die am Ende ihres Arbeitslebens dazu nicht in der Lage sind, weil sie eben das Geld nicht haben.
die darauf angewiesen sind, dass andere investieren. Und so gibt es, wir sind momentan so, dass 10 Wohneinheiten von uns geplant sind bereits oder belegt sind und wir wollen uns auf 12 bis 14 Wohneinheiten vergrößern. Das ist also unser Ziel. Und wir haben Menschen, die das selbst finanzieren können. Wir haben Menschen in unserer Gruppe, die mieten wollen. Wir haben Investoren, die für andere Wohnungen erstellen. Also es ist eine breite Gemeinschaft und die Ausrichtung, die innere Ausrichtung ist eigentlich die als Lebensgemeinschaft. Das heißt also, unser Bauprojekt ist ein erster Schritt in einer größeren Dimension und diese größere Dimension drückt sich dann auch dadurch aus, dass wir uns vorstellen, dass die Individualität profitiert von Gemeinschaft. Das heißt also, die Wohnungen, die entstehen sollen, werden eher gegen dem, was wir bereits haben, zurückgenommen werden, etwas kleiner werden und dafür sollen viele Gemeinschaftsräume entstehen. Wir stellen uns vor, eine gemeinsame Dachterrasse, wir stellen uns vor, eine Werkstatt, die wir zusammen haben, in der auch die Fahrräder repariert werden können natürlich. Wir stellen uns vor, einen Gemeinschaftsraum für gesellige Situationen. Wir möchten gerne, und den möchten wir auch der Öffentlichkeit anbieten, einen Raum der Stille, einen Raum für Einkehr, für Meditation. Wir möchten auch eine Lesemöglichkeit, einen Bücherplatz installieren. Wir möchten einen Kräutergarten installieren. Also wir möchten viel für die Gemeinschaft tun, für uns selbst. Wir hoffen, dass das eine Bereicherung sein wird. Und wir erleben, wir sind jetzt seit einem halben Jahr schon zusammen, allein schon dieses Gemeinschaftsbilden als eine ganz, ganz große Bereicherung. Und wir freuen uns über die, die inzwischen auch schon dazugekommen sind und freuen uns auf weitere, die da dazukommen wollen. Und habt ihr auch schon eine professionelle Begleitung im Blick oder einen Architekten oder ist es dann der nächste Schritt? Wie habt ihr das geplant? Wir haben eine Baubegleitung, die ist ja gefordert auch von der Stadt, die schon uns beraten hat bei der Gründung der GbR. Und wir haben einen Architekten an der Seite. Also ihr seid also auch schon gut aufgestellt? Ja, wir wollen eigentlich Nägel mit Köpfen machen und am liebsten sofort. Wunderbar. Ja, das ist ja wirklich ganz toll. Ich wünsche euch auch, wie allen anderen, natürlich viel Erfolg bei eurem Projekt. Und wer Interesse hat, Kontakt mit euch aufzunehmen, der findet euch. Vielen Dank, dass ihr euch vorgestellt habt. Und wir freuen uns sehr, dass wir so viele unterschiedliche Projektideen jetzt auch schon hier wahrnehmen. Also es wird ein sehr buntes und vielfältiges Quartier, so wie sich das die Stadt auch vorgestellt hat. Und es ist natürlich immer noch möglich, auch selber, wie ich schon gesagt habe, eine Initiative zu gründen. Und wie wir auch wissen, gibt es noch 1, 2, 3 andere Initiativen, die jetzt heute vielleicht noch nicht so bereit waren, sich wirklich so öffentlich zu präsentieren. Die wird man dann hoffentlich auch zu gegebener Zeit auf der Webseite der Stadt Augsburg finden. Also nicht scheuen, selber initiativ zu werden und auch noch ein Projekt an den Start zu bringen. Herzlichen Dank euch. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung und man kann es nur allen sagen, es macht Spaß. Ich muss jetzt kurz. Wir vermitteln natürlich auch gerne den Kontakt zu den Gruppen, die Sie jetzt im Moment noch nicht gesehen haben, aber auch nochmal wirklich, damit es jeder mitbekommt, die komplette Internetseite, auf der Sie alle Infos finden, die blenden wir am Ende für Sie ein, dann können Sie sich das alles in Ruhe aufschreiben. Herr Merkel, jetzt haben uns die Initiativen schon einen ganz schönen Einblick in Ihre Ideen, in Ihre Vorstellungen gegeben. Malen Sie doch mal drauf los. Wie stellen Sie sich als Stadt dieses Neuquartier im Sheridan vor? Ich glaube, wenn man die einzelnen Wortbeiträge jetzt hier verfolgt hat von den schon gegründeten Initiativen, dann hat man richtig Lust drauf, in die Umsetzung zu gehen. Und die unterschiedlichen Ansätze, die jetzt uns gerade vorhin vermittelt worden sind, glaube ich, zeigen, was für ein Spannungsfeld und interessantes Miteinander der Nachbarschaften hier in diesem Gesamtquartier passieren kann. Und das ist sicherlich genau das, was sich der Stadtrat der Stadt Augsburg und wir in der Bauverwaltung gewünscht haben, dass es hier eine große Aufbruchsstimmung
unter unterschiedlichsten Bauherren und Mietern geben kann, die in der Gesamtheit füreinander da sind und trotzdem eine Privatsphäre in Anspruch nehmen, mit einem wunderschönen Umfeld in einem der schönsten Wohnlagen hier in Augsburg, in der Sheridan-Kaserne. Also ich freue mich drauf. Also Gemeinsamkeit und Rückzug schließt sich quasi nicht unbedingt richtig aus. Sehr schön. Was wir auch gesehen haben, was sehr schön ist, ist, dass es sich nicht unbedingt um heterogene Gruppen handelt, sondern dass das Ganze von einer Vielfalt lebt. Und am besten stellt man sich wohl eine Gruppe zusammen, in denen jeder den Rest der Gruppe irgendwie ergänzt. Dass es bei Vielfalt aber auch mal zu Reibungen kommt, das liegt in der Natur des Menschen und des Wortes Vielfalt und in der Tatsache, dass eben verschiedene Vorstellungen unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das erfordert Beratung. Wobei wir bei unserem dritten Block angekommen sind. Im Gespräch mit Frau Schaller hat die Münchner Mentorin Martina Fischer-Albang jetzt wertvolle Tipps für Sie zum Thema Gruppenbildung und Beratung. Hallo Martina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja aus München, aus der Arbeit, also aus der gemeinsamen Zusammenarbeit schon als Mediatorin. Was ist denn eigentlich eine Gruppe und was bedeutet Gruppenbildung? Ein bisschen was haben wir schon erfahren, aber vielleicht hast du aus deiner Erfahrung noch da was zu ergänzen. Ja, Gruppe und Gruppenbildung ist eigentlich das zentrale Thema von einem Wohnprojekt, weil diese Menschen, die sich da treffen, die bilden diese Gruppe, die haben ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aufgabe, deren sie nachgehen. Und die Gruppenbildung heißt eigentlich, diese Gruppe zu befähigen, ins Handeln zu kommen, miteinander zu kommunizieren. Und das kann die Baugruppe viel auch alleine natürlich, also in verschiedenen Treffen und in verschiedenen Phasen mit einer Gründungsphase, dann gibt es was, wo sie sich so zusammenruckeln und einmal streiten und sich dann wieder irgendwie einen Plan erarbeiten, wie es weitergeht und sie dann einfach ins Arbeiten kommen. Und dieser Prozess, der wird immer wieder sich wiederholen im Laufe des ganzen Projekts, also von dem, wo eine Idee gefunden wird, ein Konzept geschrieben wird, bis über die Bauphase und die Planungs- und Bauphase, bis hin zu dem, wo gewohnt wird. Also es ist einfach ein immer wieder drangehen und sich kennenlernen und miteinander eine Kultur entwickeln, die dieses Wohnprojekt auszeichnet. Ja, und jetzt sind es aber, wie wir gerade auch schon erfahren haben, häufig ja Menschen, die sich zunächst gar nicht mal kennen, sondern die sich auch vielleicht, die sich eben über so eine Initiative und deren Aufruf dann gefunden haben. Wie schafft man das denn, wenn das ganz viele unterschiedliche Menschen sind, die auch ganz viele verschiedene Bedürfnisse haben und vielleicht auch erstmal unterschiedliche Ziele, dass man da eine gemeinsame Vision entwickelt oder eine gemeinsame Vorstellung, die dann von allen auch mitgetragen wird? Gibt es da Tipps von dir? Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Meistens ist ja so, dass es eine Kerngruppe gibt am Anfang, die diese Idee erst einmal entwickelt. Und meine Empfehlung ist es, dass man das sehr genau und präzise schon mal festhält, was das werden soll. Und erst dann eigentlich Mitstreiter sucht, dass nicht jeder Mitstreiter, der wieder dazukommt, das ganze Konzept in Frage stellt und über den Haufen wirft. Es ist natürlich wichtig, dass diese Mitstreiter irgendwie mit einbezogen werden. Man muss sie kennenlernen miteinander. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, dass man einen Stammtisch macht miteinander, wo man wieder neue Leute einlädt und auch viele Möglichkeiten findet, wo man sich miteinander auseinandersetzt und einmal was erlebt miteinander. Also ich glaube, wenn man so ins Tun kommt miteinander, dass man einfach da schon mit der Zeit merkt, was soll dieses Wohnprojekt werden und was brauchen wir miteinander. Jetzt hast du eigentlich mir schon das richtige Stichwort gegeben, nicht mehr alles in Frage stellen, wenn jemand dazukommt. Was sollte man denn für Eigenschaften mitbringen, um in so einem Wohnprojekt mitzumachen? Kann da jeder mitmachen oder ist da vom Charakter her mancher besser oder weniger gut geeignet? Ja, die Vielfalt macht es natürlich auch. Also es braucht ganz viele verschiedene Menschen in einem Wohnprojekt, viele
Eigenschaften, die man mitbringt und die diese Rollen auch ausfüllen, die man braucht, um das Projekt in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Allerdings ist auch so, also, dass man natürlich diese Bereitschaft zur Gemeinschaft mitnehmen muss. Also ich sage das so, weil sich in der Praxis dann oft das herausstellt, dass Menschen eine Wohnung suchen und weniger die Gemeinschaft. Und das ist eigentlich schade, wenn man wirklich sagt, es soll ein gemeinschaftliches Wohnprojekt werden. Wichtig ist sicher, dass man offen ist und auch flexibel bleibt, also weil es gibt so viele verschiedene Menschen in unserem Wohnprojekt mit verschiedenen Ideen und mit verschiedenen Bedürfnissen und Erwartungen, und wenn die nicht alle erfüllt werden, das ist eigentlich auch selbstverständlich, dass das so sein wird irgendwie, aber man muss dann einfach flexibel bleiben und neugierig, was da einfach im Wohnprojekt kommt. Sicher ist auch wichtig, dass man tolerant ist gegenseitig, also jeder tickt ein bisschen anders, und dass man einfach das auch mal sein lässt und mal neugierig drauf schaut, was bringt dieser Mensch, der da dazukommt, und wie wird miteinander gearbeitet. Ja, jetzt hast du mir auch schon wieder das nächste Stichwort eigentlich geliefert. Also miteinander gearbeitet hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun. Wie kann man denn Konflikte vermeiden auch, die vielleicht auch durch unterschiedliche Vorstellungen entstehen? Hast du da ein paar Kommunikationsregeln für uns, die man vielleicht beherzigen sollte in so einer Gruppe? Ja, ein wohlwollendes und verstehenwollendes Kommunizieren ist sicher wichtig. Man braucht Offenheit, und es ist wichtig, dass man miteinander einen Weg findet durch diese Themen, die einen da die da kommen. Wichtig ist manchmal eine externe Moderation, also wenn man so ein Gruppengespräch hat und miteinander Themen aushandelt, kann das natürlich auch jemand von der Baugruppe machen, aber es gibt sicher auch Themen und Situationen, wo man externe Hilfe braucht. Und es ist sicher auch dann der Fall, wenn es Konflikte gibt. Also Konflikte vermeiden, hast du gesagt. Also ich denke, Konflikte kann man schon vermeiden, indem man einfach eben miteinander gut umgeht und Dinge offen anspricht und auch zur rechten Zeit anspricht, aber wirkliche Konflikte vermeiden kann man nicht. Und man muss vielleicht einmal so sehen, dass ein Konflikt ja was ist, das was aufzeigt, das verändert werden sollte. Und wenn man da so positiv drauf zugeht, kann man einfach leichter Lösungen finden, die Bedürfnisse der einzelnen Personen mit berücksichtigt und damit auch Lösungen findet, die dem Prozess auch wieder Rückendeckung gibt und einen Fortschritt gibt. Ja, das ist sehr schön, weil ich meine, ich denke, viele Leute, mit denen ich auch so gesprochen habe, die scheuen sich davor, so einem Projekt auch beizutreten, weil sie denken, das sind endlose Diskussionen, wie kommt man denn in so einer Gruppe zu einer Entscheidung? Und es gibt ja letztendlich Entscheidungsmethoden, die dann über Mehrheitsentscheidungen ja auch Minderheiten sozusagen übervorteilen. Gibt es denn da bessere Lösungen und Ideen, wie man zu guten und schnellen Entscheidungen kommt, ohne dass man tagelang diskutiert? Ja, ein bisschen Ausdauer ist sicher notwendig, irgendwie, wenn man ins Projekt geht. Man braucht einfach ein bisschen Mut und Freude auch am Diskutieren, aber durch eine gute Moderation, wo man einfach auch das irgendwie zeitlich und in den Rahmen setzt, kann man da schon viel erreichen. Wichtig ist, finde ich, dass man sich sehr viel Gedanken gleich am Anfang macht, wie man eben, ob man über Mehrheitsentscheide irgendwie entscheidet oder ob man über Konsens entscheidet. Mehrheitsentscheide, wie du gesagt hast, das klammert einfach diese Leute aus, die sagen Nein. Und ein Konsens ist natürlich eine aufwendigere Diskussion. Aber man kann da
Methoden finden, also zum Beispiel das systemische Konsensieren, das im Moment sehr populär wird, wo man einfach nicht nur das Ja und das Nein findet, sondern wo wir im Zwischenbereich sind. Ja, ich kann es mittragen, ich kann da mitgehen, ist eine andere Aussage als ja, ich will das. Also, und wenn man da einfach ein bisschen mehr Abstufung findet, kann man da eigentlich dann relativ gut finden, also gute Entscheidungen finden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach bedürfnisorientiert, also das ist auch der Hintergrund der Mediation, dass man immer bedürfnisorientiert einen Prozess gestaltet. Wenn man die Bedürfnisse von den anderen kennt und die in den Vordergrund stellt, wenn man Lösungen sucht, kann man manchmal anstatt Ja oder Nein auch was dazwischen finden, das für alle tragbar ist. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, aber tatsächlich ist es ja gar nicht so einfach, selber vielleicht seine Bedürfnisse zu formulieren. Also wenn man muss ja selber auch sich gut kennen, um diese Bedürfnisse auch für andere offen zu legen. Hast du da einen Tipp, wie man da, gibt es da Methoden, also vielleicht irgendwelche Moderationsmethoden, wie man auch das vielleicht schüchternen Menschen leichter macht, auch die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren? Ja, also es ist ja eben, du sagst schüchterne Menschen, es gibt immer welche, die ganz still sind und ja. Es gibt welche, die in der Gruppe ganz laut sind. Und dass man da so einen Ausgleich findet, das ist gar nicht so einfach. Ja? Und von dem her ist auch wieder ein Moderator eigentlich wunderbar oder Moderatorin. Es gibt aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel zu üben, das Zuhören. Also ich finde, dass in der Kommunikation weniger das Sprechen als das Zuhören wichtig ist. Also dass man das lernt, dem anderen zuzuhören, das auch widerspiegelt, was hat der andere gesagt, indem man das wiederholt und sagt, ja, war das das Richtige, habe ich dich richtig verstanden. Das kann man zum Beispiel wirklich wie in einem Spiel in der Gruppe üben, dass man einfach das sich zu eigen macht. Oder was ich ganz eine tolle Methode finde, das ist das Dialogverfahren. Da gibt es einen Stein, der durch die Runde läuft, irgendwie der den Stein in der Hand hält, der darf sprechen und die anderen müssen warten. Also die dürfen nichts sagen, die dürfen nichts kommentieren. Und daraus entsteht, also wenn man das einfach so der Reihe nach macht, eigentlich ein ganz anderes Gespräch plötzlich. Also man hört anders zu. Also da gibt es schon viele Methoden, aber die müssen natürlich auch irgendwie geübt werden. Und die, also dazu gibt es eben Moderatoren und Projektentwickler, die da einfach geschult sind und das einfach auch begleiten können. Es ist halt manchmal wichtig, dass man sich so jemanden holt, wenn es einfach im Projekt so ja, irgendwie knirscht oder wenn man merkt, da läuft es nicht mehr so richtig, dass man sich Hilfe holt, um das eigentlich wieder in Gang zu bringen, dass man die Gruppe befähigt, wieder weiterzuarbeiten. Ja, weil ich denke, auch wenn einer das aus der Gruppe selber macht, dann hat er auch eine vielleicht andere Rolle und diese Rolle ist dann vielleicht gar nicht so eine positive Rolle oder will gar nicht in die Rolle kommen unbedingt, dann eben eine Gruppe wieder zusammenzuführen. Und was du gesagt hast, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung natürlich auch nur ergänzen. Ich wohne ja selber in so einem Projekt. Man lernt während so eines Prozesses schon unglaublich gut zu kommunizieren. Und es hilft einem natürlich dann sehr im späteren Zusammenwohnen, weil dann kennt man die Nachbarn, kennt deren Bedürfnisse und weiß, wie man dann auch im späteren Zusammenleben ganz gut Konflikte auch vermeiden kann. Und ich denke, das ist ja, wir reden jetzt immer über diese Bau- und Entwicklungsphase, aber die eigentliche Phase eines Wohnprojekts ist ja dann die Wohnphase, wenn alle zusammenwohnen. Und das ist ja die unendlich lange Phase, in der das dann ja gut funktionieren soll, oder? Ja. Und es ist ja so, dass meistens nicht Konflikte so oberflächlich sind. Also stelle jetzt mein Fahrrad dorthin oder ist das der richtige Platz irgendwie und der Nachbar beschwert sich, sondern meistens sind Sachen, also eigentlich ist es Anerkennung und Wertschätzung und Zugehörigkeit zur Gruppe, die immer hinter diesen Themen liegen, worüber der Konflikt ist. Also, und wenn man das erkennt und das eigentlich auch, ja, im Kopf weiß, dass da was anderes dahinter ist, dann kann man auf diese Menschen, mit denen man einen Konflikt hat, vielleicht auch ganz anders zugehen. Ja, Martina, ganz herzlichen Dank dir. Ich glaube, da hast du uns ein paar ganz gute Einblicke und Tipps gegeben, wie eben Gruppen sich bilden können und wie sie lernen können oder welche Methoden sie anwenden können, um gut miteinander zu kommunizieren und gut ihre gemeinsamen Ziele zu entwickeln. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ja, viel Spaß weiterhin bei den Wohnprojektentwicklungen, den Gruppen.
Genau, also wir haben eben jetzt nicht nur die Mediatorin und Moderatorin hier heute, sondern wir wollen versuchen, mit diesem Wohnprojektetag euch allen oder Ihnen allen da draußen auch ein bisschen Tipps zu geben in vielfältigen Bereichen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der André Schindler aus Augsburg, Entwicklungs- und Finanzberater für Projekte, jetzt auch für Finanzierungsfragen zur Verfügung steht. Hallo André. Hallo. Ja, Finanzierung, Eigenkapital, Fremdkapital, Förderdarlehen, was ist denn eigentlich, sind denn so die wichtigsten Bausteine einer Projektfinanzierung? Genau, ich erlaube mir kurz noch mal einen Satz vorher zu sagen. Ja, bitte, gerne. Zu meiner Vorrednerin. Also die meisten Projekte haben immer, sehen die Gefahr, dass es nicht klappt, weil die Finanzen nicht stimmen. Ja. Die Erfahrung zeigt aber, dass es nicht an den Finanzen scheitert, sondern an dem Gemeinschaftlichen. Ich will noch mal betonen zu meiner Vorrednerin, arbeiten Sie alle an der Gemeinschaft, dann funktionieren die Finanzen auch. Wunderbar, danke für den Hinweis. Zu den Finanzen. Das ist auch für viele Menschen einfach ein rotes Tuch, weil man da nicht versteht, um was es da geht oder wie soll das gehen. Grundsätzlich empfehle ich immer, so lange daran zu bleiben, so lange zu fragen, bis jeder verstanden hat, um was es geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kann man in die Zukunft nicht mehr richtig vernünftig arbeiten. Bei den gemeinschaftlichen Wohnen ist es einerseits vergleichbar wie bei einer Hausfinanzierung oder einer Eigentumswohnung. Wir haben einen Anteil vom Eigenkapital und einen Anteil vom Fremdkapital. Das ist erstmal die grobe Gliederung. Und je höher das Eigenkapital ist, desto günstiger wohnt man, desto weniger muss man Tilgung und Zinsen bezahlen. Das ist so der erste Aspekt. Je nach Ihrer Hausbank ist das immer gesund zu sagen, man sollte etwa 20% etwa Eigenkapital mitbringen und der Rest kann man durch Fremdkapital finanzieren lassen. Fremdkapital heißt einerseits die klassische Bankfinanzierung, eine Hypothek, und darunter fallen aber auch die ganzen Fördermittel. Also das Klassische oder das Bekannteste sind die Fördermittel der KfW-Bank. Darunter fallen aber auch ganz andere Fördermittel auch noch rein, je nachdem, was Sie für ein Projekt gestalten. Also wenn Sie zum Beispiel eine Pflege-WG machen oder eine Demenz-WG einrichten wollen, dementsprechend können Sie auch Fördermittel abholen. Lohnt sich das denn überhaupt, diese Fördermittel, weil die Zinsen sind ja eh schon so gering? Ist das denn der Mühe wert, sage ich mal, so ein Förderdarlehen zu beantragen? Es kommt immer auf die Fördermittel drauf an. Also wenn Sie zum Beispiel die Fördermittel der KfW-Bank abholen, ist die Beantragung durch Ihre Hausbank gewährleistet. Also haben Sie relativ wenig Aufwand. Sie müssen natürlich aber auf die Wirtschaftlichkeit achten. Die Bankzinsen, wie du schon sagtest, sind sehr, sehr gering. Die Fördermittel sind auch sehr günstig. Die sind aber immer mit einer sehr hohen Tilgungsrate verbunden. Das heißt, Sie haben die ersten 20, 30 Jahre durch die hohe Tilgungsrate eine vergleichbare höhere Miete, als wenn Sie das zum Beispiel durch eine Bank finanzieren. Also man kann das nicht generell ja oder nein sagen. Es lohnt sich aber, jede Fördermaßnahme gut zu prüfen und zu schauen, was sind die kurzfristigen Vorteile, aber auch, was sind denn die langfristigen Vorteile, beziehungsweise wie sieht denn die monatliche Belastung am Ende aus? Okay, und jetzt haben wir gehört, es gibt unterschiedliche Rechtsformen. Also es gibt die Baugemeinschaften, die im Einzeleigentum dann Projekte realisieren. Da ist es ja so, dass jeder seine eigene Einheit finanziert und dann natürlich für seine eigene Finanzierung auch aufkommt. Und diese Summe der Einzelfinanzierung, die ist dann die Gesamtfinanzierung des Konzepts. Des Projekts, Entschuldigung, bei der Genossenschaft ist es anders. Da finanziert ja die Genossenschaft als Ganzes. Und wie ist denn das da mit dem Eigenkapital? Wie kommt denn das zustande? Wir haben gehört oder ich habe schon öfter gehört oder erzählt, dass Genossenschaften auch, dass man da auch eine wohnungsbezogene Einlage zahlen muss. Wie hängt denn das zusammen, André? Genau, um da auch jetzt ein bisschen versuchen zu das Wirrwarr zu entzweien. Also Sie müssen sich vielleicht vorstellen, ist eine Hilfestellung zu sagen, geht das bei Ihrer Gruppe um Wohneigentum, also privates Wohneigentum? Da fällt zum Beispiel die Form der Baugemeinschaft, der WEG, wir werden später nochmal drauf kommen, darunter. Da ist es die grundsätzliche Haltung, Sie müssen schauen, dass Sie Ihren Anteil, Ihre Wohnung selbst bezahlen. Das heißt, je höher Ihr Eigenkapitalanteil ist, desto weniger müssen Sie fremdfinanzieren.
Und wenn wir dann auf die gemeinschaftliches Eigentum schauen, da gehört zum Beispiel der Verein oder die Genossenschaft darunter, da ist es so, dass sie Mitglied sind in einer Art und Weise, wo sie einen Beitrag erbringen. Bei der Genossenschaft ist das ein wohnungsbezogener Anteil, das heißt, die Genossenschaft schlägt quasi diese 20% Eigenkapital auf die Quadratmeter um. Und je größere Wohnung ist, desto mehr Anteil an diesem Eigenkapital müssen Sie erbringen. Das Fremdkapital nimmt aber die Genossenschaft dann als Genossenschaft auf. Sie sind da nicht als Einzelperson verpflichtet, dahinter zu stehen. Und wie komme ich jetzt dann zu einer Miete bei der Genossenschaft? Also was ist denn eigentlich dann ein Wirtschaftsplan? Also ich habe sozusagen bei der Genossenschaft ja jetzt den Finanzierungsbaustein und dann zahlen die Mitglieder ja auch noch neben den wohnungsbezogenen Anteilen eine Nutzungsgebühr, eine Art Miete. Wie setzt sich das zusammen in so einem Wirtschaftsplan? Genau, also Sie wissen ja, oder vielleicht wissen Sie es nicht, dafür sind wir ja da. Die Genossenschaft hat ja das Ziel, kostendeckend zu arbeiten. Also die Genossenschaft hat nicht das Ziel, Gewinne zu erzielen, damit sie einen Investor zum Beispiel für andere Projekte verwenden kann. Also man guckt, was sind die konkreten Kosten? Die Kosten sind erstmal die Fremdfinanzierung, also das Fremdkapital, von dem ich vorher gesprochen habe. Zins und Tilgung heißt das konkret. Aber es sind aber auch Kosten für die Instandhaltung. Sie müssen ja für die Gebäudeinstandhaltung jedes Jahr ein bisschen zurücklegen, für laufende Reparaturen, für Gemeinschaftsräume in der Genossenschaft zum Beispiel, die man zusammenträgt. All die Kosten werden summiert und dann auf die jeweiligen Genossen verteilt. Und das ist im Endeffekt ihre Miete. Ja, das ist aber interessant, genau, weil das ist natürlich beim Eigentum ganz anders. Da hat ja jeder dann irgendwie letztendlich, die Wohnkosten sind ja dann ganz individuell, je nachdem, wie viel Eigenkapital jeder mitbringt und wie viel er auch an Zins und Tilgung zahlt. Genau. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass es Mietprojekte gibt und Eigentumsprojekte. Wir haben heute auch schon von unterschiedlichen Initiativen gehört, die unterschiedliche Ziele verfolgen, unter anderem vielleicht auch das Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Einkommen und mit unterschiedlichen Eigentumsformen zusammenzubringen. Wie ist denn das eigentlich in diesen verschiedenen Rechtsformen möglich? Also das ist auch, was du mit Mietprojekten bezeichnest, das Genossenschaftliche oder das Vereins. Wenn man da diese Rechtsformen wählt, besteht die Möglichkeit, dass man neben dem Anteil, den wohnungsbezogenen Anteil, um bei der Genossenschaft zu bleiben, auch die Möglichkeit hat, Menschen in die Genossenschaft zu integrieren, die weniger Kapital haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und das kann man zum Beispiel dadurch auffangen, dass Genossinnen, die mehr Kapital zur Verfügung haben, als es nötig ist, zum Beispiel höhere Genossenschaftsanteile zeichnen können. Und damit ermöglichen sie zum Beispiel Menschen, die weniger Kapital haben, trotzdem in das Projekt einzuziehen. Das wäre so eine Möglichkeit. Und natürlich auch durch diese ganzen Fördermaßnahmen, dadurch, dass man nicht als einzelne Person diese Fördermaßnahmen beantragt, sondern als Genossenschaft, bestehen auch größere Möglichkeiten, Menschen mit wenig Kapital einzubringen. Aber das könnte man in der Baugemeinschaft ja auch machen, so wie wir das in dem Projekt gehört haben, indem man sozusagen Investoren hat, die dann vielleicht für Menschen mit geringerem Kapital auch Wohnungen errichten, oder? So eine Mischung. Genau, die Möglichkeit gibt es, aber da gibt es einfach den rechtlichen Aspekt einfach. Dann sind das Darlehen, die man zum Beispiel an eine andere Person gibt, also konkret an den Nachbarn. Und oft ist es so, dass es unangenehm ist, wenn ich privat an jemand ein Darlehen gebe, der mein Nachbar ist. Es ist einfacher, wenn ich das Darlehen an die Genossenschaft gebe. Mhm. Das ist so ein menschlicher Aspekt, der dabei eine große Rolle spielt. Es gibt aber auch zum Beispiel bei der KfW-Bank eine Fördermaßnahme speziell für die Zeichnung von Genossenschaftsanteile. Also man kann da, wenn man seinen Anteil nicht zeichnen kann, bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit als günstiges Darlehen bekommen, um das an die Genossenschaft weiterzuleiten. Und das geht zum Beispiel nur für die Genossenschaft, nicht zum Beispiel für die Baugemeinschaft. Genau, aber in der Baugemeinschaft ist es dann eben doch möglich, dass Menschen eine Wohnung finanzieren, wo andere dann einziehen als Mieter. Genau, das ist möglich, ja. Und die Gruppe sucht dann letztendlich auch die jeweiligen Mitglieder mit aus, ja, oder kann die mit aussuchen. Danke für den Hinweis, ja, das stimmt auch. Ja. Weil wir haben es ja hier auch viel mit Baugemeinschaften zu tun und das sollte man nicht vergessen. Also als ich gebaut habe, da habe ich vorher mich noch nie mit Finanzierung beschäftigt und dann wusste ich überhaupt nicht, was diese ganzen Begriffe bedeuten, irgendwie Bereitstellungszinsen und bereitstellungszinsfreie Zeit und tilgungsfreie Zeit und so weiter.
Und wenn man mit einer Bank verhandelt, was kann man denn da eigentlich alles sonst verhandeln, außer Zins- und Tilgungshöhe? Na, zuerst würde ich die Bank auch immer als langfristigen Partner versuchen zu betrachten am Anfang. Also Zins und Tilgung, also die Kondition, sagt man da ja, ist ein wichtiger Punkt für Baumaßnahmen. Aber auch ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit mit der Bank. Also kriegen Sie eine gemeinsame Sprache mit dem Ansprechpartner in der Bank? Versteht er Sie, um was es geht? Kann er Sie langfristig unterstützen? Das kann man verhandeln, finde ich. Das ist sehr wichtig. Auch, das kann auch ein Entscheidungspunkt sein, zu einer Bank zu gehen, zu anderen eben nicht. Sie können dann auch die Langfristigkeit der Darlehen verhandeln, also die Laufzeit. 20, 30 Jahre, da haben die Banken natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Aber dennoch kann man je nach Bank auch verschiedene Laufzeiten vereinbaren. Also man kann mit der Bank schon sehr gut verhandeln. Zudem, man muss auch ganz offen sagen, die Banken sind froh, wenn sie jetzt Kredite vergeben können. Ah, okay, weil das war eine Zeit lang ja doch ein bisschen anders. Und ich habe irgendwie auch noch erfahren, dass irgendwie normalerweise die Banken bei der Finanzierung so drauf gepoolt sind, diese Standardauszahlungsraten zu haben, die der Bauträger so hat. Und wenn man dann mehr Auszahlungsraten will, dann kostet es was. Wie ist denn das bei einem Wohnprojekt? Da ist ja nicht alles irgendwie Schema F und da hat man wahrscheinlich mehr Auszahlungsraten. Kann man auch sowas verhandeln? Das kann man, also du sprichst an, dass man die Tilgungsraten, eigentlich ja. Feste Tilgungsraten pro Monat oder pro Jahr vereinbart. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zu sagen, man vereinbart noch zusätzliche außerordentliche Tilgungsleistungen, wenn sie zum Beispiel vorhanden sind, in der Genossenschaft vorhanden sind. Mhm. Das kann man wohl auch verhandeln mit den Banken. Die Banken sind mit 5% des Kreditbetrags sind sie immer sehr offen, das ist eigentlich Standard, aber je nach Bank kann man auch eine höhere Tilgungsrate vereinbaren. Man muss sich einmal fragen, ob sich das wirklich lohnt. Also bei einer Genossenschaft wahrscheinlich eher nicht. Wenn Sie zum Beispiel eine Baugruppe haben, ist es der Fall zum Beispiel, wenn ich erbe, bekomme, erwarte ich zum Beispiel einen größeren Betrag an Geld und den möchte ich dann einsetzen, um die Tilgungsrate zu erhöhen. Dann macht das Sinn, darüber zu verhandeln. Ja, aber wie ist es denn jetzt, wenn ich anfange zu bauen, dann fallen ja schon Kosten an. Ich meine, der Architekt und vielleicht die Projektbegleitung und natürlich auch die Baufirmen wollen nicht erst ihr Geld, wenn das Haus fertig ist, sondern die wollen natürlich für ihre Leistung auch irgendwie zeitnah honoriert werden. Habe ich dann eine Doppelbelastung oder wie ist das zu verstehen? Also ich habe ja dann, wohne ja zum Teil dann vielleicht noch zur Miete und dann fallen schon Kosten an. Wie ist denn sowas geregelt? Genau, also da gibt es die Phase Phase, die bis zum Kauf des Grundstücks geht und bis zur Gewährung der Bankkredite. Also diese Phase, wenn Sie da Experten holen, das müssen Sie auf in der Gruppe umlegen, das Geld sozusagen, das müssen Sie vorfinanzieren. Es sollten aber keine hohen Beträge sein. Sobald Sie ein Grundstück haben, einen Plan haben und eine Finanzierungszusage der Bank, sind alle weiteren Kosten normalerweise in dem Kreditbetrag schon mit eingepreist. Das heißt, das zahlen Sie dann vom Kredit. Aber die Vorphase, das müssen Sie zusammenlegen. Dafür ist auch zum Beispiel die Gründung einer Rechtsform sinnvoll in dem Moment. Und dafür dann auch das Eigenkapital notwendig, genau. Auch unter anderem. Genau, aber das ist halt immer auch diese Vorfinanzierung, diese Vorphase ist ein Teil des gesamten Eigenkapitals, den Sie später sowieso leisten müssten. Genau, also jedes Projekt, haben wir jetzt gehört, muss sich natürlich intensiv mit einer Finanzierung auseinandersetzen und wir können jetzt im Rahmen dieses kurzen Gesprächs doch nur einen kleinen Einblick bieten. Hast du einen Tipp für uns, wo man sich da noch ein bisschen vielleicht intensiver mit beschäftigen kann oder sich einlesen kann? Genau, also grundsätzlich würde ich immer empfehlen, dass Sie versuchen, innerhalb der Gruppe Experten zu holen, beziehungsweise aus der Gruppe heraus sich einzuarbeiten in die Finanzierung, also Selbsthilfe, das ist das Oberste, dann Experten. Und sonst gibt es verschiedene Broschüren, Bücher zu dem Thema Wohnprojekte, da ist zum Beispiel die Stiftung Trias maßgebend an solchen Know-how-Transfers beteiligt und es gibt eine Broschüre zur Finanzierung. Die können Sie dann über die Homepage der Stiftung Trias bestellen, das ist www.stiftungtrias.de. Ja, herzlichen Dank dir, André. Wir sehen uns nachher nochmal. Genau. Und dann freue ich mich auch, Michael Kroll aus Regensburg, also wir haben heute tatsächlich Gäste aus ganz Bayern, hier begrüßen zu dürfen von der Firma Contemplan zum Thema Projektberatung und Projektbegleitung. Wir haben es eben schon gehört, dass die Stadt Augsburg ja auch möchte, dass die Projekte sozusagen realistisch sind, realisierbar sind und deswegen auch erwartet, dass man sich professionelle Unterstützung sucht. Und
um diese Fragen zu beantworten. Dafür bist du da, Michael, heute. Danke, dass du gekommen bist. Eine erste Frage, wir haben es ja hier mehrfach, wir haben jetzt schon auch viel über die Vorteile von Genossenschaften gehört. Wir haben es jetzt hier auch viel mit Baugemeinschaften zu tun, die Initiativen, die sich heute vorgestellt haben. Was sind denn so die Vorteile von Baugemeinschaften? Also was ist denn, was habe ich denn davon, wenn ich mich als Baugemeinschaft zusammenschließe? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Warum nimmt man das auf sich? Weil das ist ja, wie wir zu unseren Baugruppen und Baugemeinschaften immer sagen, das ist kein Sonntagsspaziergang, den man miteinander macht, sondern es ist eine Bergwanderung. Ich sage immer, eine Bergwanderung, die ist anstrengend und die hat ein Ziel, aber wenn man oben angekommen ist, dann lohnt sich der Aufwand. Man hat ein ganz anderes Projekt, als wenn man ein Projekt kaufen würde, also wenn man eine Wohnung kaufen würde, beziehungsweise wenn man zur Miete ist. Und da unterscheiden sich natürlich die Projekte sehr stark voneinander. Also wenn ich in einer Genossenschaft, im genossenschaftlichen Eigentum bin, dann ist für mich der wesentliche Vorteil gegenüber den anderen Faktoren, die wir vorhin schon gehört haben, diese unterschiedlichen Ausrichtungen der Projekte, diese unterschiedlichen Farbaspekte, diese benutzerorientierte Bauweise und die Gemeinschaft, die ja immer wieder angesprochen worden ist, ist, dass mir das Projekt zwar nicht persönlich gehört, aber in der Gemeinschaft. Das heißt, ich kann es später selber verwalten. Und das ist für mich, ich beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema gemeinschaftliches Bauen und gemeinschaftliches Wohnen, eigentlich ein Hauptaspekt, wenn man dann in die Phase schaut nach dem Bauen, also in die Wohnphase. Und da kann ich dieses Objekt, dieses Wirtschaftsgut, was ich ja zusammen mit anderen herstelle, kann ich dann selber verwalten und ich kann es selber in Schuss halten. Das kann ich weder im normalen Mietverhältnis, ja, weil da habe ich entweder einen Vermieter fürs ganze Haus oder für verschiedene Wohnungen Vermieter. Und die haben ganz andere Interessen als die Interessen, die ich selber als Mieter habe. Das ist bei der Genossenschaft anders. In der Genossenschaft haben alle das gleiche Interesse. Und zwar wollen sie möglichst guten Wohnraum für möglichst wenig Geld möglichst lange zur Verfügung stellen. Und in der Genossenschaft bin ich natürlich unkündbar. Das gibt es in keinem anderen Mietverhältnis. Bei der Baugemeinschaft im individuellen Eigentum ist es auch wieder so, stellen Sie sich vor, Sie kaufen beim Bauträger XY eine Wohnung. Dann kaufen Sie letztendlich die Katze im Sack, weil die Broschüre verspricht relativ viel. Was dann nachher an Bauqualität drin ist, das kennen Sie nicht und Sie wissen auch nicht, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Das heißt, Sie kennen weder Ihre Nachbarn noch denjenigen, der über oder unter Ihnen wohnt. Und da auch wieder der wesentliche Aspekt, das Wirtschaftsgut, was Sie erworben haben und was Sie langfristig auch durch Zins und Tilgung bezahlen, das verwaltet jemand anders für Sie. Und ich stelle mir mittlerweile immer wieder die Frage, wieso Menschen sowas eigentlich machen. Ja, das ist für einen normalen Haushalt, für Mann, Frau, Ehepaar, Familie, ist das die größte Anschaffung in ihrem Leben, die sie tätigen, ja, eine Wohnung zu kaufen oder eine Wohnung zu bezahlen. Und sie geben dann dieses Wirtschaftsgut, was sie mit ihrer Händearbeit sozusagen erzeugt haben, geben sie dann jemand anders zur Verwaltung und die wirtschaften das möglicherweise runter, ja. Also das sind für mich neben diesen sozialen Aspekten und Gemeinschaftsaspekten, ist dieser Wirtschaftsfaktor für mich ein wesentlicher, weil man das eben selber in der Hand hat. Ja, und jetzt haben wir, und ich habe es vorhin auch schon ein bisschen mitgekriegt, dass es für einige noch befremdlich ist, wenn ich sage, sind Sie als Bauherr, stellen Sie sich als Bauherr vor bei der Gruppenvorstellung. Die Menschen sind ja dann selber Bauherren, die Gruppe ist der Bauherr. Was bedeutet denn das? Was für Rechte, was für Pflichten hat denn ein Bauherr? Ja, ein Bauherr, das muss man sich so vorstellen, jeder kennt wahrscheinlich eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Ja, nehmen wir mal das Beispiel her. Und das, was eine städtische Wohnungsbaugesellschaft macht, die vielleicht in Augsburg, ich weiß es nicht, 5.000 oder 10.000 Wohnungen betreut, das müssten Sie im Prinzip auch machen. Ja, Sie müssen zum Beispiel sich überlegen, ja, was will ich überhaupt bauen, für wen will ich bauen, wo will ich bauen. Sie müssen die ganzen Entscheidungen treffen, Sie müssen das wirtschaftliche Risiko tragen, Sie müssen Verträge unterschreiben, Sie müssen sich mit Architekten auseinandersetzen, Sie müssen sich mit der Genehmigungsbehörde auseinandersetzen, Sie müssen sich, wie wir vorhin gehört haben, mit den Banken auseinandersetzen und. Und letztendlich müssen Sie alles das tun, um von einer Idee zur fertig beziehbaren Wohnung zu kommen. Das sind die sogenannten Bauherrenaufgaben. Das klingt jetzt am Anfang relativ abstrakt und wie ein Riesenberg, den man sich vielleicht gar nicht zutraut, den selber zu erklimmen. Und deshalb ist es in der Regel immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der einem da bei diesem Weg hilft. Und wir in unserer Firma Contemplan begreifen unsere
Dienstleistung, nämlich die Projektentwicklung und Projektberatung so, dass wir möglichst am Ende von so einem Projekt, also wenn alle eingezogen sind, dass wir dann überflüssig sind. Weil diejenigen, die am Anfang eine Baugruppe bilden, und da gibt es welche, die machen Geschäftsführung oder die machen dann den Vorstand, die müssen dann letztendlich die Verantwortung für die anderen mit übernehmen. Aber wir wollen eigentlich, dass die gesamte Baugemeinschaft so in die Lage versetzt ist, ihr Wirtschaftsgut, was ich vorhin schon mal beschrieben hat, dann langfristig selber zu verwalten. Also am Schluss sollen wir eigentlich überflüssig werden. Ja, am Anfang sind wir relativ häufig bei den Gruppen und bei den Projekten und zum Schluss werden wir dann nur noch zu den Jubiläumsfeiern eingeladen. Ja, das ist schön, wenn es dann soweit kommt. Das wünschen wir natürlich all diesen Gruppen, die sich heute vorgestellt haben, auch. Das heißt, es ist ja notwendig, jemanden zu beauftragen, aber wie wir gehört haben, auch sinnvoll, weil die wenigsten sind Profis für diese ganzen komplexen Entscheidungen, die auch zu treffen sind. Aber kann die Gruppe denn eigentlich auch davon, oder was sind denn eigentlich die verschiedenen Aufgaben, die da zu erfüllen sind? Wir haben jetzt heute schon gehört, Moderation und Mediation. Und was sind denn so Aufgaben von so einer Projektberatung und Begleitung? Ja, also ich glaube, die Frage zielt ja auch ein bisschen darauf hinaus, was kann denn die Gruppe selber machen? Ja, das wäre so die nächste Frage gewesen. Ja, danke. Also die Frage stellen wir, oder sollte man sich am Anfang vielleicht immer selber stellen. Ja, am Anfang hat man die Idee, man möchte jetzt bauen, man möchte miteinander wohnen. Dann trifft man sich in mehreren Sitzungen mit den Mitstreitern. Und dann ist in der Regel ist da schon eine ziemlich große Kompetenz in so einer Gruppe drin. Also da gibt es welche, die kennen sich mit Kommunikation aus, die kennen sich mit Grafikdesign aus, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Juristen, dann gibt es vielleicht jemanden, der versiert ist im Umgang mit anderen Menschen, ja, weil er vielleicht aus dem sozialen Beruf kommt oder das Thema Moderation beruflich macht. Das heißt, das kann im besten Fall, können relativ viele Aufgaben eigentlich von der Gruppe selber übernommen werden. Was aber in der Regel nicht funktioniert, das haben wir vorhin schon gehört, wenn jemand aus der Gruppe zum Beispiel die Gruppe in Konfliktsituationen moderiert, das geht meistens nicht gut, weil die ja selber noch mal entweder befangen sind oder eigene Interessen damit reinbringen. Also dann sollte man sich auf jeden Fall jemanden von außen holen. Und was in der Regel auch bei diesen ganzen Kompetenzen noch nicht vorhanden ist, es sei denn, es ist ein Projektentwickler und Berater mit dem Team, ist, dass man sozusagen den Weg vorzeichnet, ja, oder so ungefähr weiß, wo soll es denn lang gehen und vor allen Dingen, welcher Schritt kommt nach dem anderen. Ich sage mal, am Anfang sind Leute dabei, die machen sich über das Mobilitätskonzept Gedanken oder wie können sie Gemeinschaftsräume nutzen. Es sind aber auch welche dabei, die beschäftigen ganz intensiv die Fragen, wie schauen denn die Fliesen in meinem Bad aus? Ja? Und das dann zu sortieren, was ist am Anfang wichtig? Ich glaube, vorhin haben wir das schon gehört von der Genossenschaft Wogeno, so von der Gemeinschaft her denken. Ja, und das versuchen wir auch immer zu sagen, ja, vom großen Allgemeinen, kann jetzt die Hände nicht so weit auseinander, sonst hört man mich nicht mehr, vom Allgemeinen dann zum Besonderen hinzuarbeiten. Und das hat natürlich eine zeitliche Dimension. Und dafür ist eigentlich ein Projektberater immer ganz gut, der dann sagt, ne, okay, die Fliesen, das entscheiden wir in 1-2 Jahren vielleicht. Und jetzt sind aber zum Beispiel mal die Gemeinschaftssachen dran oder es ist jetzt die Finanzierung dran oder wir müssen uns jetzt mal darum kümmern, dass wir sicher an ein Grundstück rankommen. Ja, das ist ja auch so, dass nicht alle Bauexperten sind und eben gar nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt eben was entschieden werden muss. Und man muss aber dann ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann mal eine Planung fertig haben, um das Grundstück zu kaufen. Und ich denke, so Organisation und Struktur ist vielleicht eins der wesentlichen Aspekte, aber auch die Frage, wer entscheidet eigentlich was und wann, oder? Das ist doch wahrscheinlich auch relativ wichtig. Was entscheidet denn ihr eigentlich dann als Projektberater? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wir stehen ja praktisch immer im Verdacht, Projektsteuerer zu sein. Und da hatten wir letztens mal wieder eine Diskussion, das kam, glaube ich, auch in irgendeinem öffentlichen Beitrag vor. Der Projektsteuerer hat unter Umständen ganz andere Interessen als der Bauherr. Also ganz andere Interessen als Sie als Gruppe oder Sie als Initiative. Und dadurch, dass wir das Projekt nicht steuern und es praktisch in eine bestimmte, vielleicht uns angenehme Richtung lenken, sondern dass wir sie praktisch auf dem vorgezeichneten Weg unterstützen, oder das machen natürlich auch andere Projektberater und Projektentwickler, dass man eben auf diesem Weg begleitet, erstmal den Weg aufzeigt und auf diesem Weg begleitet. Das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion. Die Steuerung, da wäre dann die Frage, ob das notwendig ist,
weil letztendlich ist das Aufgaben von den beauftragten Planern, die müssen ja das Projekt koordinieren, die müssen auch schauen, dass die Kosten und Termine und die Qualitäten eingehalten werden. Also bei so mittelgroßen Bauprojekten ist letztendlich das beauftragte Planerteam ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die vorher vereinbarten Ziele umgesetzt werden. Und wenn nicht, dann müssen die das halt melden und mit dem Bauherrn respektive mit der Baugemeinschaft nochmal neu verhandeln. Aber im Prinzip braucht man für so ein kleines Projekt, sage ich mal, bis zu 50, 60, 70 Wohneinheiten keinen externen Projektsteurer, der unter Umständen das Projekt, sage ich mal, auf der kommunikativen und zwischenmenschlichen Ebene vielleicht nicht so gut befördert, wie es sein müsste. Also das heißt, wenn ich jetzt so richtig verstanden habe, versteht ihr euch als Möglichmacher, Begleiter der Gruppe, die je nachdem, wie viele Fähigkeiten sie dann in der Gruppe selber haben, möglichst viel auch selber machen können soll oder ihr könntet davon dann Bausteine übernehmen, aber letztendlich die Entscheidung trifft die Gruppe. Ihr seid sozusagen die Unterstützer, die die Gruppe dahin führen, dann auch die richtigen oder für sie richtigen Entscheidungen zu treffen. Ist das so korrekt? Ja, mir fällt gerade das Bild von einem Fahrlehrer ein. Ja. Also wenn man in die Fahrschule reingeht, und also das liegt ja bei den meisten von uns schon eine Zeit lang zurück, aber man kann sich das immer noch vorstellen, man geht in die Fahrschule und da denkt man auch nicht, was macht denn der Fahrlehrer eigentlich für uns, sondern man denkt daran, ja, man will jetzt diesen, damals war es ja noch so ein grauer Lappen, als ich den Führerschein gemacht habe, ja, man will diesen Lappen haben, okay, und dann war halt irgendein Fahrlehrer dabei gesessen. Und der trifft ja auch nicht die Entscheidung. Ja. Aber wenn ich links abbiege, insbesondere bei der Prüfung, wenn dann Stoppzeichen ist oder so, dann falle ich halt durch. Na, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Aber der Fahrlehrer hat mir halt in, was weiß ich, 15 oder 50 Stunden halt versucht beizubringen, dass man eben das Stoppzeichen nicht zu überfährt. Und so sehe ich eigentlich die Aufgabe von einem Projektberater, jetzt im Gegensatz zum Projektsteuerer, dass der wirklich die Gruppe, auf Englisch heißt es, glaube ich, Empowerment, dass der das zur Verfügung stellt, dass die Gruppe eben letztendlich allein in der Lage ist, mit einem guten Gefühl Entscheidungen zu treffen, die dann wirklich langfristig, wir sprechen ja von 20, 30 oder 40 Jahren, für die Gemeinschaft dann auch zutreffend sein sollten. Genau, also für mich ist es ganz wichtig eben, dass eine Gruppe auch versteht, dass sie eben der Bauherr ist und dass sie die wesentlichen Entscheidungen trifft. Und das ist ja auch eine besondere Fähigkeit, die Menschen eigentlich haben müssen, auch zuzulassen, dass in so einem Projekt vielleicht was nicht immer gerade läuft, weil man dann vielleicht auch nochmal eine andere Entscheidung treffen muss. Wie unterstützt ihr da eine Gruppe? Also ich meine, zum Beispiel wird was teurer oder es gibt immer, muss man ja sagen, Bauen ohne Mängel und Probleme, das gibt es eigentlich nicht. Und das ist aber alles bewältigbar. Und was ist da, wie seht ihr da eure Rolle? Oder was ist da eine? Ja, ich denke, das muss jedem bewusst sein, dass wenn man in ein Bauprojekt einsteigt oder in ein Wohnprojekt einsteigt, dass man da kein Produkt kauft. Ne? Man kauft eben keine Wohnung oder man kauft kein iPhone, was man dann irgendwie aus einer schönen Verpackung rausholt und was dann keinen Kratzer haben darf. Ja? Ein iPhone, wenn ich für, was weiß ich, was das Ding kostet, 1200 Euro oder so, wenn ich das aus der Schachtel raushole, dann darf das keinen Kratzer haben. Ja? Weil das wird millionenfach verkauft und dann habe ich den Anspruch als Käufer, dass das verspricht, in der Funktion dann vielleicht nicht mehr, aber wenn ich es aufmache, ja, dieser Moment, der muss perfekt sein. Beim Prozess durch so eine Gebirgswanderung, wo ich, wie gesagt habe, da gibt es immer wieder Rückschläge, da gibt es immer wieder Einschläge, da gibt es auch Missverständnisse. Und es kommt sehr oft, häufig die Frage... Es sind ja auch ganz viele Personen beteiligt, ja, oder? Das ja, das auch. Natürlich, das sind ja nicht nur die Personen, die in der Baugruppe drin sind, sondern das sind auch, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, 300 Personen beteiligt, von der Bank über die Genehmigungsbehörde bis hin zu den Handwerkern und jeder hat so seine eigene Vorstellung. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich darauf einstellt, dass man am Anfang nicht alle Informationen haben kann, ja, weil wo sollte der Projektberater da anfangen, jedem seine spezielle Frage zu beantworten. Und deshalb sage ich immer, wir werden oft mit der Frage konfrontiert, ja, das haben wir nicht gewusst. Ja, woher denn auch? Ne? Ich kann Ihnen nicht das ist ja genauso wie wenn Sie ein Buch aufschlagen, das hat, auch wenn es bloß 30 Seiten hat, können Sie ja nicht beim Aufschlagen des Buchs schon wissen, was da alles drinsteht. Ne? Und so ähnlich ist es da. Also man muss sich darauf einstellen, dass man immer wieder das Gefühl hat, oh, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Und das ist, glaube ich, haben wir vorhin auch gehört, diese Flexibilität, die man da braucht in so einem Projekt oder auch die Toleranz, die man haben muss, das ist ganz wichtig dabei, weil man wird immer wieder damit konfrontiert sein, dass man sich das irgendwie anders vorgestellt hat. Aber ich denke, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Endeffekt
kommt man immer wieder zum viel, viel besseren Ergebnis, als wenn man ein fertiges Produkt kauft. Ne? Das hat jetzt nichts mit dem iPhone-Vergleich zu tun. Genau, iPhone finde ich fast einen besseren Vergleich. Ich habe es immer mit dem Auto, mit einem Serienwagen und Prototyp verglichen. Das ist vielleicht heute auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, wenn wir von Energiekonzepten reden. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, das zu verstehen, dass eben jedes Gebäude irgendwie ein Prototyp ist. Und dass es ganz wichtig eben ist, dass man jemand hat, der einem eben begleitet. Und ich denke, das hast du ganz richtig auch gesagt, einem die Struktur in dem Projekt gibt und einem sagt, wann was richtig und wichtig ist, damit man nicht vor dem Berg steht, sondern irgendwie den nächsten Schritt auch mit Kraft anpacken kann. Vielen Dank dir, Michael, dass du deine ganzen Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Und wir hatten eigentlich noch einen vierten Gast und das wäre zum Thema Rechtsformen die Frau Marczak-Rummel gewesen, die leider spontan heute verhindert ist. Und wir haben das große Glück, deswegen habe ich es vorhin auch schon erwähnt, dass der André Schindler ja nicht nur Finanzexperte, sondern auch Experte in Rechtsformen ist. Und der ist ganz spontan heute auch eingestiegen. Danke dir, um diese Lücke zu füllen und ein paar Fragen auch noch zu den unterschiedlichen Rechtsformen zu beantworten. Wir haben jetzt schon eigentlich viel gehört davon, dass eine Gruppe ja erstmal gemeinsame Ziele entwickeln soll und dass sie dann vielleicht auch passend dazu die Rechtsform wählen kann. Warum muss sich denn die Gruppe überhaupt ganz am Anfang auch mit der Rechtsform beschäftigen? Du hast vergessen zu sagen, aber ich sage nochmal, ich bin kein Rechtsanwalt, ja, das muss ich vorher sagen. Das stimmt, ja. Das heißt, ich äußere mich aus Erfahrung, ich habe mal verschiedene Gründungen mitgemacht und habe damit viel zu tun, aber ich bin kein Rechtsanwalt, das ist ganz wichtig. Ja, guter Hinweis, ja. Danke. In deiner Frage steckt auch das vor, dass man sich über die Ziele einig ist. Das ist auch etwas, was man unbedingt vorher machen soll. Die Erfahrung zeigt, es macht keinen Sinn, irgendeine Rechtsform rauszupicken und sich dann der anzupassen, sondern es ist viel sinnvoller zu schauen, was wollen wir. Wie wollen wir leben? Die Eigentumsfrage, also Privateigentum, Gemeinschaftseigentum und verschiedene Aspekte sind da wichtig, die man vorher in der Gruppe klärt. Und im besten Fall ergibt sich daraus dann die passende Rechtsform. Und jede Rechtsform ist aber auch gleichzeitig ein Kompromiss. Sie werden keine Rechtsform finden, die alle ihre Ansprüche und ihre Wünsche erfüllt. Eine Rechtsform brauchen Sie. Aus verschiedenen Gründen. Also ich hatte ja vorher berichtet, wie finanziert man quasi die Vorphase, bevor man das Grundstück und die Bankfinanzierung hat. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wir müssen Geld umlegen, zusammensammeln. Das kann man in verschiedenen Rechtsformen machen, im Verein oder GbR und so weiter. Sie müssen aber auch nach außen auftreten. Also in unserem Fall hier in Augsburg, wenn Sie sich an einem Grundstück bewerben wollen, müssen Sie der Stadt in irgendeiner Form schon auftreten und sagen, wir sind eine Genossenschaft, wir sind eine Baugemeinschaft, da sind unsere Vertreter, die sprechen für uns. Mhm. Also allein die Aspekte erfordern schon vorher eine Rechtsform. Also so eine Art Verbindlichkeit nach außen dann auch herzustellen, damit man als Partner irgendwie ernst genommen wird, oder? Aber wenn ich jetzt noch gar nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll und aber trotzdem diese Verbindlichkeit schon hilfreich wäre, gibt es da auch Möglichkeiten? Also die GbR, die gängigste Rechtsform, die sind ja, wenn Sie zu zweit unterwegs sind und ein Projekt planen, dann sehen Sie automatisch schon eine GbR, obwohl Sie keinen gemeinschaftlichen Vertrag haben. Ein Ehepaar ist auch eine GbR, rechtlich gesehen. Da treten Sie schon auf, auch wenn Sie das nicht wissen, das tun Sie schon. Wenn Sie zum Beispiel eine Genossenschaft anvisieren, gibt es die Möglichkeit, dass man noch gar nicht gründet, aber als Genossenschaft in Gründung auftritt, dass man diese ganze Vorarbeit ein bisschen noch zurückhält. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich für ein Grundstück bewirbt, ohne dass man schon darüber gesprochen hat, was wollen wir gemeinsam und wie wollen wir gemeinsam auftreten. Das ist jetzt, glaube ich, schon voraus. Ich habe es nur gehört, dass manche Projekte, die eben noch nicht so richtig wissen, wo die Reise dann hingehen soll, vielleicht erstmal einen Verein oder eine GbR auch gründen und dann nochmal umswitchen. Genau, also das kann man immer machen. Das muss man sich aber gut überlegen, weil das doch ein Aufwand ist. Also Sie müssen den Vertrag gestalten gemeinsam, also im Verein. Sie müssen das gründen, da sind auch Kosten beim Notar und so weiter oder Anwalt verbunden. Das müssen Sie gut überlegen, aber grundsätzlich ist das möglich. Also Sie können eine GbR gründen und vor Baubeginn in eine Genossenschaft umwandeln oder in einen Verein und dann in eine Genossenschaft. Das können Sie frei wählen.
Ja, und wir haben jetzt heute die meisten Initiativen, die sich heute hier vorgestellt haben, die planen ja, und also in der Rechtsform der GbR ein Projekt zu realisieren, das dann in der Regel auch in Einzeleigentum übergeht. Und das Wesen der GbR ist ja diese gesamtschuldnerische Haftung. Was heißt denn das genau? Und kann man die auch ausschließen? Also zum Verständnis der GbR ist wichtig, dass wenn Sie als GbR ein Haus bauen mit mehreren Wohneinheiten, ist es nicht so, dass Sie Einzeleigentum an eine bestimmte Wohnung haben, sondern Sie sind Miteigentümer an dem ganzen Haus. Also es ist nicht verteilt, also ich bin Teil der GbR und mir gehört diese Wohnung. Nein, mir gehört ein Anteil an dem Gesamten. Das ist so der erste Verständnispunkt. Und dann geht es darum, dass Sie als GbR-Mitglied haftbar sind, und zwar persönlich bis ins gesamte Vermögen. Das heißt, wenn jetzt Sie als GbR anfangen zu bauen und es passieren Baufehler oder der baut, die Handwerker gehen pleite und so weiter und so fort, dann sind Sie wirklich persönlich haftbar. Mit der Gruppe gemeinsam, aber bis in Ihr privates Vermögen hinein. Und das bedeutet gesamtschuldnerische Haftung, und die kann man ja auch letztendlich in dem GbR-Vertrag ausschließen. Dann muss man sie aber meines Wissens auch in den Verträgen mit Dritten allen ausschließen. Also wenn man jetzt sozusagen einen Vertrag mit einem Architekten abschließt, dann muss da drin stehen, die gesamtschuldnerische Haftung ist ausgeschlossen. Und wenn es aber im Innenverhältnis nicht ausgeschlossen ist, dann ist es unwirksam. Also darauf muss man vielleicht achten. Genau, da müssen Sie darauf achten. Und dann ist die Frage, ob Sie dann Partner finden, also Architekten, Banken, die sich darauf einlassen, dass Sie nicht haftbar sind. Ja, aus unserer Erfahrung tatsächlich ja. Also muss man tatsächlich sagen. Gut, sehr gut. Weil die gesamtschuldnerische Haftung, die tritt ja auch wirklich nur ein, wenn ein Problemfall eintritt. Und in der Regel ist es ja, wenn einer aus der Gruppe nicht zahlungsfähig ist, also wenn der insolvent geht oder wenn der stirbt. Und das größte Problem ist ja dann auch nicht, dass man keine Lösung dafür finden kann und keinen Nachfolger findet, sondern der Zeitverlust. Und den kann man ja auch ausgleichen, indem man auf dem gemeinsamen Konto, und das wird ja in der Regel auch so organisiert, eine Einlage tätigt, also eine Art Vorschuss, der einem dann ermöglicht, auch diese Zeit zu überbrücken. Und da ist natürlich auch die Bank als Partner, das hast du ja vorhin schon erzählt, auch ein guter Partner, um solche Probleme dann zu lösen. Also die sind alle gut lösbar. Aber es muss schon sehr viel schief laufen, diese persönliche Haftung wirklich gezogen wird oder in Anspruch genommen wird. Ist auch unsere Erfahrung. Das ist immer ein Riesenthema, aber in der Realität tritt es eigentlich so gut wie, also eigentlich nicht auf. Und jetzt haben wir aber viel gehört eben von der WEG auch. Und die WEG, die ist ja bisher auch nicht so eine richtig gute Rechtsform dann für das gemeinschaftliche Zusammenleben, weil die ja sehr, sehr starr ist und man auch nicht so richtig gut diese gemeinschaftlichen Ziele auch sichern kann, oder? Wie? Genau, also der klassische Weg ist ja, dass man in der Bauphase eine GbR hat und wenn das Gebäude steht, nimmt man eine Teilungserklärung vor. Das heißt, was ich Ihnen vorher gesagt habe, Sie sind dann nicht mehr Eigentümer an dem gesamten Bau, sondern Sie kriegen eine klare Wohneinheit zugewiesen und Ihre Wohnung ist quasi Ihre in Ihrem Eigentum. Das ist so der Schritt von der GbR zur WEG. Und dann ist es aber auch so, dass es Privateigentum ist und Sie können eigentlich mit dieser Wohnung tun und lassen, was Sie wollen. Heißt im Endeffekt, dass wenn Sie zum Beispiel ausziehen oder versterben, das Vererben und so weiter, Ihre Nachfolger, die kann die Gruppe nicht mehr mitbestimmen. Also Sie können das verkaufen, vermieten an wen Sie wollen und das birgt potenziell die Gefahr, dass die Gruppe durch neue Mitglieder, die nicht mit dem Ganzen verbunden sind, gesprengt wird. Genau, und da gibt es schwierige Regelungen. Genau. Aber es soll ja das WEG-Recht tatsächlich im Dezember novelliert werden. Wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht Experten dazu. Da hätte natürlich die Frau Marczak-Rummel mehr dazu sagen können. Im Dezember soll es eine Novellierung geben des WEG-Rechts, die, glaube ich, mehr Möglichkeiten schafft, auch Gemeinschaft zu sichern. Es geht um die Teilungserklärung. Ja. Also man wird wahrscheinlich voraussichtlich, das ist wirklich eine Ahnung, eine Perspektive, dass man mehr Möglichkeiten hat, in der Teilungserklärung Sachen festzulegen, selber zu bestimmen als Gruppe, die das gemeinschaftliche Leben regelt. Aber es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht regeln können, dass die private Eigentumswohnung
der Gemeinschaft gehört, irgendeine Art und Weise. Also dieses private Recht an der Wohnung wird weiterhin bestehen in Deutschland. Also aber das Gemeinschaftliche könnte man dann durch mehr verstärken. Genau, da müssen wir uns alle schlau machen, was das dann bedeutet. Ja. Genau. Jetzt haben wir viel über die GbR geredet und wir haben auch schon ein bisschen was über die Genossenschaft geredet. Und da ist es ja irgendwie, in der GbR haften alle gesamtschuldnerisch. Da gibt es vielleicht einen Geschäftsführer, der sozusagen die GbR vertritt. Wie ist denn das in der Genossenschaft? Da gibt es irgendwie Mitglieder, Aufsichtsrat, Vorstand. Was heißt denn das eigentlich alles? Genau, sind die Mitglieder. Die Mitglieder sind das oberste Organ. Das wissen Sie vielleicht. Also es gibt mindestens einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo Sachen beschlossen werden und jeder hat eine Stimme, egal wie viel Geld er da reinbringt, das ist ja das Merkmal der Genossenschaft auch. Und dann bestellen die Mitglieder einen Vorstand, also die delegieren das Tagesgeschäft, die Verantwortung, den Auftritt nach außen einem Vorstand. Und das ist wie eine Geschäftsführung, kann man sich auch so vorstellen. Und der Vorstand regelt die ganzen das alltägliche Leben, ich wiederhole mich gerade, merke ich, genau. Haftbar ist in dem Moment nicht der einzelne Genosse, beziehungsweise er ist nur haftbar bis zu seiner Einlage. Haftbar ist der Vorstand, aber erst nur, wenn er wirklich bösartig und böswillig meistens Gelder veruntreut oder irgendwelche Sachen macht, die nicht im Sinne der Genossinnen und Genossinnen sind. Das kommt so gut wie nicht vor. Das heißt, die Genossenschaft ist als juristische Person haftbar, aber sie nicht als einzelne Mitglieder, als Genossen, Genossinnen. Und was können die Mitglieder dann entscheiden? Die Mitglieder müssen und können alles entscheiden. Das ist die Versammlung. Also grundsätzlich kann jede Genosse, Genossin bei dieser Mitgliederversammlung alles besprechen. Es gibt aus praktischen Gründen natürlich Sachen wie das alltägliche Leben. Das delegiert man quasi dem Vorstand. Aber im Prinzip kann man auch diese Aufgaben sagen, lieber Vorstand, wir möchten jeden einzelne Frage im täglichen Leben gemeinsam entscheiden. Das liegt quasi bei den Mitgliedern, wie sie damit umgehen wollen. Jetzt haben wir gehört, dass es hier viele Gruppen gibt, die in der GbR sich bewerben wollen und eine, die schon eine Genossenschaft gegründet hat. Wenn ich jetzt irgendwie vorhabe, noch eine Genossenschaft zu gründen, um mich auf das Grundstück zu bewerben, wie lange dauert denn sowas? Habe ich da jetzt zeitlich noch eine Chance dazu? Also Sie müssen immer als wenn Sie eine Genossenschaft gründen, müssen Sie einem Verband, Genossenschaftsverband beitreten. Das ist Ihr Partner, der Sie unterstützt bei der Gründung und beim weiteren Fortbestehen der Genossenschaft. Da würde ich mich als erstes melden und Sie können, wenn Sie zügig arbeiten, etwa 3 bis 6 Monate können Sie eine Genossenschaft gründen. Es ist die Ausarbeitung der Satzung ist wichtig, also wie regeln Sie Ihr gemeinschaftliches Leben in Zukunft, aber auch das Finanzielle. Sie müssen dem Verband ein Budget vorlegen, damit er das Budget prüfen kann und die Genehmigung der Genossenschaft erteilen kann. Also Sie sollten so 3 bis 6 Monate schon wirklich rechnen. Das heißt, es ist schon viel Zeit, die man braucht. Und wir haben jetzt da über diese 2 Rechtsformen eigentlich hauptsächlich geredet, aber es gibt ja auch noch andere und es gäbe auch noch andere, die vielleicht schneller gehen. Ich denke da so an das Mietshäusersyndikat. Das wäre ja auch eine Rechtsform, in der man sich auf ein Grundstück bewerben könnte. Was, kannst du das kurz umreißen, was das ist? Also das Mietshäusersyndikat ist ja keine Rechtsform. Das ist eine Bewegung, sage ich mal, die sehr, sehr stark gegen Spekulation mit Wohnraum wirkt. Und rechtlich gesehen ist das eine GmbH, die Muttergesellschaft, das Mietshäusersyndikat. Und man gründet quasi eine zweite GmbH für das jeweilige Projekt und man ist quasi dann immer anteilig, die Muttergesellschaft und das Projekt vor Ort, an dem Gebäude, an dem Grundstück mitbeteiligt. Und die Regelung sieht so vor, dass wenn man das Gebäude verkaufen möchte, die Muttergesellschaft einen Einspruch einlegen kann. Also sie kann quasi einen spekulativen Verkauf verhindern. Aber rechtlich gesehen ist es eine GmbH-Gründung. Die GmbH ist sehr, sehr schnell gegründet. Das können Sie innerhalb von, wenn Sie wissen, was Sie wollen, innerhalb von 3 Wochen gründen. Genau, aber dann muss man das Mietshäuser-Syndikat ja noch mit ins Boot nehmen, genau, oder? Weil da muss man ja aufgenommen werden als Projekt. Aber wenn das auch ein Mietprojekt ist und das auch gegen Spekulation ist, was ist denn dann so der wesentliche Unterschied eigentlich zu einer Genossenschaft? Na, die also jetzt kann es spekulativ aussehen, Sie können eine Genossenschaft langfristig mit einer Mehrheit auch wieder auflösen und privatisieren. Also Sie können sagen, wir gründen eine Genossenschaft, wir sind 30 Jahre als Genossenschaft unterwegs, die Pioniere sind alle raus,
Man hat in dieser Zeit zum Beispiel die Hypotheken zurückbezahlt, man wohnt sehr günstig und dann können Sie gemeinsam in der Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit bestimmen, wir lösen die Genossenschaft auf und das verbleibende Vermögen wird den verbleibenden Genossen und Genossinnen aufgeteilt, also die Wohnungen. Und dann haben Sie unter Umständen eine sehr günstige Privatwohnung, Eigentumswohnung bekommen. Wenn Sie das mit dem Mietshäuser-Syndikat machen, ist das ausgeschlossen, weil dann würde das Mietshäuser-Syndikat das Veto einlegen und sagen, nein, das dürft ihr nicht verkaufen. Ja, aber da hast du jetzt hoffentlich niemanden auf den Richter, den falschen Trichter gebracht. Das ist natürlich nicht das Ziel. Wenn man eine Genossenschaft gründet, ist es ja eigentlich das Ziel, dass man dann auch langfristig Grund und Boden der Spekulation entzieht. Aber das war der Grund, warum das Mietshäuser-Syndikat gegründet worden ist. Das sind die Ursprünge. Eigentlich. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, oder? Weil in der Genossenschaft muss man eine Einlage bringen. Und das Mietshäuser-Syndikat hat ja da auch Mechanismen, wie Menschen, die vielleicht kein Eigenkapital haben oder wenig Eigenkapital haben, wie die bei so einem Projekt mitmachen. Können, genau, oder? Sie arbeiten sehr stark mit privaten Darlehen, also Sie arbeiten immer auf der Community, Sie versuchen einen großen Umraum, das Projekt zu schaffen, das heißt, Sie vor Ort sind Sie dann schon angewiesen, Darlehen in die Genossenschaft, also das Eigenkapital an die GmbH zu geben und das Syndikat unterstützt Sie in der Bildung der Community. Das ist nicht so zu verstehen, dass das Syndikat Millionen auf dem Konto liegen hat und Ihnen einfach das Geld gibt. Das wäre ein Fehlschluss, das ist nicht so. Aber es unterstützt Sie bei der Finanzierungsfrage. Sie haben quasi einen Partner, der mit an Bord sitzt und mit Ihnen den Weg geht. Okay, jetzt haben wir sozusagen die drei üblichsten Rechtsformen kurz angerissen, aber es gibt ja eigentlich noch mehr. Was gibt es denn eigentlich noch? Genau, Sie können als Verein natürlich auch ein gemeinschaftliches Projekt machen, wobei der Verein nicht wirklich dafür geeignet ist. Es gibt die Kommanditgesellschaft, meistens ist es Kommanditgesellschaft mit einer GmbH, GmbH und Co. KG, da geht es vor allem um die Haftung. Die Kommanditgesellschaft ist momentan sehr beliebt in Deutschland, sie ist aber wirklich sehr kompliziert, Sie müssen einen Vertrag gestalten, das können Sie zum Beispiel nicht ohne einen Rechtsanwalt machen und einen Steueranwalt. Ist aber möglich, da müssen Sie sich nochmal informieren, ob das für Sie interessant ist. Aktiengesellschaft ist prinzipiell auch denkbar, ist aber auch nicht wirklich dafür eigentlich ursprünglich gedacht gewesen. Genau, aber ein ganz tolles, großes Projekt in Wien gibt es ja als Aktiengesellschaft, das eigentlich dafür ein sehr, sehr gutes Vorbild ist. Also auch das könnte man verwenden. Und wie wir eben schon von dir richtigerweise gehört haben oder wie wir heute schon mehrfach gehört haben, man muss sich als Gruppe immer überlegen, was die Ziele sind, damit man dann auch die passende Rechtsform wählt. Und natürlich ist es jetzt auch für Augsburg hilfreich, wenn man erstmal Rechtsformen sich auch aussucht, die schon weit erprobt sind. Und deswegen ist es auch ganz selbstverständlich, dass viele Projekte als GbR oder als Genossenschaft sich hier auch auf die Grundstücke bewerben. André, ich danke dir. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Nein, das glaube ich soweit. Ja, als kurzer Einblick in das Thema Rechtsformen. Und auch hier gibt es wahnsinnig tolle Broschüren. Also das sage jetzt ich, das soll kein Werbeblock sein, weil die sind wirklich sehr, sehr toll. Von der Stiftung Trias zum Thema Rechtsformen für Wohnprojekte, ein Überblicksheft und ein Heft jeweils für die einzelnen Rechtsformen, wenn man sich damit noch mal intensiver beschäftigen möchte. Herzlichen Dank dir und ich hoffe, dass wir mit diesem kurzen Fragerunde an unsere Experten Ihnen am Bildschirm auch ein Bild vermitteln konnten, mit was für Themen sich denn Gruppen beschäftigen sollten und auseinandersetzen sollten. Und wir haben ja heute schon von einigen Gruppen gehört, die auch schon sehr, sehr weit da sind. Aber das soll einen nicht abschrecken, diesen Schritt dann auch noch zu machen, damit wir noch weitere tolle Projekte kriegen, die sich auf die Grundstücke bewerben. Wir kommen zurück auf die Bühne. Wir haben jetzt wirklich sehr viel erfahren. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Expertinnen und Experten, die uns so viel Information geliefert haben. Ich glaube, jetzt müssen alle ganz gut aufgestellt sein für so ein Unternehmen. Und danke auch an Frau Schaller, die uns da durchgeführt hat und die ich jetzt wieder zu uns auf die Bühne bitten darf, damit wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, was wir erfahren haben ist, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, vor allem aller Anfang ist schwer, wenn man aber Gleichgesinnte findet, dann ist es eine Kraftanstrengung, die sich auf vielen Schultern verteilt und dann vielleicht doch leichter zu stemmen ist und sich am Ende vor allem auch für alle lohnt. Wenn man das Konzeptvergabeverfahren jetzt mal ganz einfach runterbrechen will auf die simpelste Formel, dann kann man, glaube ich, sagen, die Stadt vergibt Grundstücke nach dem Motto Konzept vor Kohle. Ich komme deswegen darauf zurück, weil ich nochmal auf das Geld zu sprechen kommen will.
Frau Schaller, gerade der Gedanke so, man macht das nicht alleine und wir reden ja jetzt eben aus diesem Grund, dass Wohnen so teuer ist, auch über gemeinschaftliches Wohnen. Der Bau ist aber im Gegensatz zu vielen anderen Branchen, zum Beispiel von der Corona-Krise, überhaupt nicht schwer getroffen worden. Im Gegenteil, wer gute Handwerker will, braucht zum einen Geduld und zum anderen aber auch Geld. Deswegen jetzt mal Butter bei die Fische. Ist gemeinschaftliches Bauen wirklich günstiger? Ja, es ist auf alle Fälle günstiger, weil ich normalerweise, wenn ich eine Wohnung kaufe, also wenn ich, oder sagen wir mal, es gibt zwei Aspekte. Also ich kann ja ein Haus oder alleine bauen, dann habe ich eine relativ geringe Bausumme und bin auch für Firmen und Architekten eigentlich als Einzelner nicht interessant. Das heißt, durch das gemeinschaftliche Bauen ist das Volumen größer. Ich bin als Partner eben für Planer oder auch Baufirmen sehr, sehr viel interessanter. Und in der Gemeinschaft natürlich dann auch in dieser größeren Bausumme ist das Bauen dann auch günstiger, weil die Firmen natürlich bessere Angebote machen. Das ist das eine, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist da, ist dann auch noch, dass natürlich niemand zwischenverdient an dieser Wohnung, die dann errichtet wird. Also es gibt keinen Bauträger, der ja auch nochmal einen Gewinn daraus erzielt. Und es gibt niemand, der irgendwie einen spekulativen Gewinn daraus erzielt. Deswegen ist das Bauen in Gemeinschaft auf alle Fälle günstiger, als wenn ich eine Wohnung am freien Markt kaufe und vermutlich auch als eine Mietwohnung am freien Markt. Denn diese Aspekte, die spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Herr Merkle, vielleicht können Sie uns sagen, wie kann denn die Stadt die Projektinitiativen, die sich hier gründen und im Sheridan Park bauen wollen, unterstützen? Also ich glaube, jetzt während der Bewerbungsphase dürfen wir sie leider nicht unterstützen. Aber wenn dann die Grundstücksangelegenheit einmal geklärt ist, die ja durch den Stadtrat letztendlich beschlossen wird, wer dann jeweils berücksichtigt wird, dann kommt unsere Phase, wo wir als Stadt Augsburg hier die Wohngemeinschaften auch aktiv unterstützen können. Ob das jetzt im baulichen Bereich ist, wo wir jederzeit zur Verfügung stehen, wenn es um Planungs- und Bauordnungsrecht, um Belange der Mobilität und Ähnliches geht, da stehen wir als Ansprechpartner bereit. Aber ich kann auch für meine Kollegen aus den unterschiedlichsten Referaten, ob das der Rainer Erben aus dem Umweltreferat ist, ob das der Martin Schenkelberg für den sozialen Bereich ist, hier können wir sicherlich unterstützend tätig werden, beratend tätig werden und das sind wir auch gerne dazu bereit. Und auch ganz wichtig für Sie zu wissen ist, sowohl von staatlicher Seite als auch von einigen Stiftungen gibt es finanzielle Fördermöglichkeiten für Ihr gemeinschaftliches Bauprojekt. Und auch diese verschiedenen Finanzhilfen haben wir natürlich auf augsburg.de für Sie zusammengefasst. Das Wohnungs- und Stiftungsamt der Stadt Augsburg berät Sie auch gerne in Sachen Wohnbauförderung. Damit nähern wir uns allmählich dem Ende des ersten Augsburger Wohnprojekttages. Gleich bekommen Sie noch einen Ausblick darauf, wie es nun in der Sheridan eigentlich weitergeht und wo Sie sich anmelden können, sollten wir heute Ihr Interesse geweckt haben für gemeinschaftliches Bauen. Zunächst kommen wir aber noch zu einer Videobotschaft des Sozialreferenten der Stadt Augsburg, Martin Schenkelberg. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Akteurinnen und Akteure der Projektinitiativen, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. In Zeiten stark wachsender Städte wird die Frage, wie eine Stadt Bauland vergibt, zum zentralen Steuerungselement einer nicht nur nachhaltigen, sondern auch sozial gerechten Stadtentwicklung. Immer mehr Menschen, immer weniger Platz. Das treibt die Miet- und Grundstückspreise auch in Augsburg stetig in die Höhe. Wohnraum wird für Teile der Bevölkerung unbezahlbar. Eine soziale Entmischung der Quartiere droht. Zumal die Frage, wo und wie kann ich wohnen, heute für immer mehr Menschen eine mitunter existenzielle Frage wird. Für jede Kommune, die urbane, lebendige Quartiere fördern will, ist der Aufbau vielfältiger Wohnungsangebote elementar wichtig. Unsere Stadt hat sich im Zuge der Wohnraumoffensive Augsburg entschlossen, gemeinschaftliches Wohnen und andere neue Wohnformen zu fördern. Nachbarschaftliches, gemeinschaftliches Wohnen kann entscheidend zu einer sozialen Stadtentwicklung, einer resilienten Stadtgesellschaft, gelingender Integration sowie der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung beitragen.
Deswegen ist mir der Weg, den die Bauverwaltung mit diesem Konzeptvergabeverfahren auf dem Sheridan-Areal begeht, eine Herzensangelegenheit. Wohnungsgenossenschaften, Baugemeinschaften und Wohnprojekte sind ein wichtiger Teil, um sozialen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie tragen zur sozialen Stabilisierung und kulturellen Belebung von Neubauquartieren bei und zeigen oft neue Ansätze, unter anderem zur Integration und Inklusion auf. Sie sind familienfreundlich und sie denken den demografischen Wandel einer immer älter werdenden Gesellschaft mit, sowie auch die Mobilitätsfragen der Zukunft. Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum sind grundlegende Bestandteile einer verantwortungsvollen Sozial- und Familienpolitik. Dies ist gerade in einer Stadt wie Augsburg mit seiner vielschichtigen Einwohnerstruktur ein wichtiger Baustein für eine bunte und soziale Stadt, für eine Stadt für alle, eine Stadt, die alle mitnimmt. Als Sozialreferent der Stadt Augsburg wünsche ich allen Akteurinnen und Akteuren bei diesem Projekt daher viel Erfolg und gutes Gelingen. Vielen Dank an Martin Schenkelberg für diese Videobotschaft. Und Frau Christ, kommen wir quasi zum letzten Teil dieser Veranstaltung. Geben Sie uns einen kleinen Ausblick. Wie geht's in Sheridan Park weiter nun? Ja, vielleicht darf ich einen kurzen Ausblick geben, wie es ganz generell mit dem Thema Konzeptvergabe und Wohnungsbau oder Wohnbauprojekt in Augsburg weitergehen kann. Die Sheridan-Kaserne ist ja für uns so eine Art Modellprojekt. Auch die Verwaltung lernt, die lernt mit den Projektgruppen. Und ja, es ist für uns so ein Start-up jetzt mal in der Sheridan. Aber perspektivisch haben wir natürlich vor, das Ganze weiter in Augsburg zu betreiben. Und so im Zeithorizont 3 bis 5 Jahren werden dann neue Grundstücke dazukommen im Areal der ehemaligen Ries-Kaserne auf den Flächen des ehemaligen Kulturpark West. Und einfach mal für Menschen, die sich heute jetzt angefreundet haben mit dem Gedanken, auch in der Zukunft wird es solche Flächen geben. Wie gesagt, wir lernen und jetzt darf ich Ihnen einen kurzen Ausblick geben, wie es denn dann bei uns weitergeht. Das ist sicherlich für die Projektgruppen auch schon interessant. Wir werden vom Verfahren her so weitermachen, dass wir im November die ganzen Ausschreibungskriterien zusammengestellt haben und dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen. Also dort ist dann dezidiert alles niedergelegt, was sind die Zielsetzungen der Stadt Augsburg nochmal, aber was sind Feinheiten, wie wollen wir das ausgeschrieben wissen, was sind die Zeithorizonte, die ganzen Stationen dieser Ausschreibung. Und wir haben dann, und da darf ich Sie jetzt schon einladen, sehr, sehr herzlich und darauf hinweisen, am 10. Dezember, also ein Save the Date bitte, am 10. Dezember eine Informationsveranstaltung zu dieser Ausschreibung, wo Sie jegliche Fragen stellen können. Wir sind gerade noch in der Planung, wir wissen noch nicht, wie sie stattfindet, wahrscheinlich online. Das werden wir noch rechtzeitig auf unserer Webseite bekannt geben. Und im neuen Jahr dann daraufhin, im Januar, Februar, wollen wir ausschreiben und dann alle auffordern, sich hier gern zu bewerben. Falls Sie noch Fragen haben, sind Sie jederzeit gerne gesehener Gast bei unserer E-Mail-Adresse, können sich gerne an uns wenden unter gemeinschaftlich-bauen@augsburg.de. Stellen Sie Fragen, Sie können sich auch gerne für unseren Newsletter anmelden, sodass Sie jederzeit Informationen bekommen, wie es denn weitergeht, was die einzelnen Stationen sind. Allgemeine Informationen finden Sie ja unter unserer Webseite, genauso wie die Präsentationen und weitere Links von unseren vorhandenen Projektgruppen. Vielleicht, Frau Schaller, Sie wohnen ja eben selber in einer, leben in einer Baugemeinschaft, sagt man das so, in einer Baugemeinschaft leben? Ja. Vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen zum Schluss für alle, was ist so das wichtigste, der wichtigste Ratschlag für die Menschen, die mit dieser Idee gemeinschaftlich zu bauen liebäugeln? Ich glaube, das haben wir heute schon mehrfach gehört, aber Zusammenfassung schadet natürlich nicht. Also ich denke, diese Flexibilität, sich zu bewahren, sich auf einen Prozess einzulassen, wo man von Anfang an nicht genau weiß, was das Resultat eigentlich ist. Das ist eine Chance auch, aber das muss man auch zulassen. Also man muss schon auch der Typ dafür sein und man muss natürlich gemeinschaftlich wohnen wollen, also ein Interesse an anderen Menschen haben und dann auch an einer Nachbarschaft haben, was nicht heißt, dass wir irgendwie jeden Abend zusammensitzen, sondern das heißt einfach, dass man irgendwie jeden Nachbarn kennt, alle Namen kennt, alle Kinder kennt, die Berufe kennt und einfach in einer vertrauten Umgebung wohnt, wo man dann auch einfach ganz schnell mal abends im Sommer, jetzt dieses Jahr leider nicht so, aber sonst schon irgendwie spontan einen Grillaufruf hat und dann die halbe Nachbarschaft unten im Garten sitzt. Also dieses Ausmitteln zwischen eigenen
Zielen und den Zielen in einer Gemeinschaft, zwischen dem, was man selber an Nähe und Distanz braucht. Das muss jeder für sich selber entscheiden und das muss man auch akzeptieren, dass das für andere vielleicht anders ist. Also die Erwartung, die man selber an das Projekt hat, ist vielleicht eine andere, die die anderen an das Projekt haben. Und auch das muss man erkennen und zulassen können. Ich glaube, das sind die wesentlichen flexiblen Elemente und der Mehrwert, den haben wir heute schon mehrfach gehört. Also unsere Kinder haben mal gefragt, da waren sie noch ganz klein, jetzt sind sie schon erwachsen, wer eigentlich die Wohnung erbt, wenn wir irgendwie sterben. Das fand ich jetzt nicht so toll, aber das Tolle daran war, dass sie schon diesen Wert, also nicht die Wohnung, sondern auch diese Gemeinschaft schon auch sehr, sehr schätzen. Die sind so aufgewachsen, die sind jetzt in die Welt hinausgelassen und machen ihre ersten Erfahrungen mit einer anderen Nachbarschaft, die eben nicht gelernt hat zu kommunizieren oder wo man nicht weiß, dass gerade der 18. Geburtstag ansteht und man halt einfach die Fenster zumacht und Oropax reinsteckt. Und das ist vielleicht auch was, was solche Projekte auszeichnet, dass man irgendwie einen ganz anderen Umgang miteinander hat, auch wenn es im normalen Leben Themen gäbe, die dann gleich ein Konflikt wären. Vielen Dank. Gute Ratschläge kann man ja nicht oft genug hören. Herr Merkle, vielleicht abschließende Worte von Ihnen noch. Ja, mir bleibt es eigentlich nur Danke zu sagen für unser ganz neues Konzept, ein neues Format hier online, das Ganze, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Wir hätten uns alle gewünscht, dass wir Sie heute als Gegenüber haben, wo wir direkt als Ansprechpartner jemanden haben. Geht leider zurzeit nicht. Sehen Sie es uns nach, wenn an der einen oder anderen Stelle etwas nicht ganz optimal gelaufen ist. Wir haben uns vorgenommen, Ihnen einen interessanten Nachmittag mit den ganzen Referenten, bei denen ich mich ausdrücklich im Namen der Stadt Augsburg bedanken möchte, bei den Baugemeinschaften, die hier für Ihre geworben haben, aber ich glaube nicht nur individuell für die eigene Bauherrengemeinschaft, sondern hier tatsächlich weit drüber hinaus für das Konzept geworben haben. Ich möchte mich ganz besonders bei der Frau Schaller bedanken, die den größten Block hatte, bei der Nicole Christ und der Stella Plasibat, die das aus meiner Sicht hervorragend gemacht hat. Wir haben ja eigentlich in unserem Leben alle einen anderen Job, als wie Fernsehmoderator zu sein. Wir haben uns Mühe gegeben, es hat riesig Spaß gemacht. Und vor allem möchte ich mich bei denen bedanken, die Sie jetzt nicht sehen. Eigentlich müsste man die Kamera umdrehen. Dort hinten ist eine riesige Technik aufgebaut mit unterschiedlichsten Kamerapositionen, die sich hier mit Ton und Bild auseinandersetzen. Danke an euch als Team und herzlichen Dank Ihnen als Zuseher. Wir sind vor eineinhalb Wochen etwas erschrocken, als wir gehört haben, wir treten heute in Konkurrenz zum FCA-Spiel gegen Dortmund auf. Wir hatten befürchtet, es schaut uns niemand zu. Jetzt haben wir den Vorteil, ich habe gerade vorhin die Zahlen bekommen, dass wir sehr hohe Zuseherzahlen haben, die uns beim Streaming zuschauen. Und was auch nicht unbedingt zu vernachlässigen ist, der FCA führt 1:0 gegen Dortmund zur Halbzeit. Also von daher aus unserer Sicht heute ein gelungener Nachmittag. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Danke fürs Reinsehen und wir würden uns freuen, wenn wir uns bald direkt wieder treffen können, ansonsten in einem ähnlichen Format, dann spätestens am 10. Dezember. Dankeschön. Ja. Das war er, der erste Augsburger Wohnprojekttag. Auch ich bedanke mich bei allen Gästen, allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich bin sehr gespannt darauf, was im Sheridan Park oder überhaupt was in Augsburg so noch passiert in den nächsten Jahren. Und ich hoffe inständig, wir sehen uns wieder beim zweiten Augsburger Wohnprojekttag.